Herzlich willkommen zum Roundtable von IT und die Business zum Thema DevOps, Bedeutung von DevOps und in der Softwareentwicklung. Ich freue mich, dass ich hier ein hochkarätiges Panel bei mir versammelt habe, ein virtuelles Panel, sehr praktisch heute. Wir sind verteilt von Wien bis Aachen, bis nach Deutschland und ich freue mich sehr, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Und damit starten wir gleich los. Rechts neben mir sehe ich am Schirm Irmgard Gmachl. Irmgard, du bist Abteilungsleiterin oder Leiterin jetzt des Porsche Informatik Labs in Hagenberg. Guten Morgen, Irmgard. Morgen, Christina. Servus, Irmgard. Rechts darunter sehen wir Peter Liever. Peter, du bist seit langem Präsident des Verbands Österreichischer Softwareindustrie und Inhaber auch von Sparx Systems und Liever Software. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Guten Morgen. Dann sehe ich darunter, daneben, Entschuldigung, und unter mir nämlich Stefan Rostzell. Du bist Business Solutions Manager bei Zülke Austria. Guten Morgen, Stefan. Morgen. Ganz darunter unser Gast aus Deutschland, Norbert Fohn. Norbert, du bist Head of DevOps Euro bei Ericsson. Guten Morgen nach Aachen. Ja, auch einen guten Morgen nach Wien zurück. Schön, dass du da bist. Dann links außen sehen wir Jürgen Pointinger. Jürgen, du bist DevOps-Coach und IT-Consultant bei Nagarro. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Und last but not least sehen wir ganz oben neben mir Manfred Schmid. Du bist Geschäftsführer bei Ramsau und Stürmer in Salzburg. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Christine. Hallo. Servus, guten Morgen. Und damit starten wir schon direkt ins Thema hinein. DevOps ist wirklich in aller Munde. Seit ich seit einigen Wochen intensiv begonnen habe zu recherchieren zum Thema DevOps, bekomme ich ganz, ganz viele Meldungen zum Thema DevOps auf den Redaktionstisch. Das heißt, das Thema hebt im Moment wirklich ab und vielleicht hat auch die Corona-Krise oder ganz sicher hat die Corona-Krise dazu beigetragen, das können wir jetzt im Anschluss diskutieren, dass das Thema DevOps so an Bedeutung und rasantem Zuwachs erfährt. Und ich habe mir das auch anhand einiger Studien angesehen. IDC hat eine Studie herausgebracht, die besagt, dass rund 77% der Unternehmen bereits in Deutschland allerdings DevOps bereits im Einsatz haben. Das ist immerhin 4 von 5 Unternehmen. Allerdings hapert es noch massiv in der Umsetzung. Und das sollten wir vielleicht auch gemeinsam diskutieren. Ja, und damit starten wir gleich. Und dann frage ich gleich die Irmgard, wie das eigentlich aus deiner Sicht aussieht. Du bist ja schon seit über 20 Jahren im Bereich Software Engineering tätig. Und dieses Software Lab in Hagenberg wurde erst im März jetzt gegründet. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung. Wie ist denn deine Perspektive zum Thema DevOps aktuell? DevOps in der Porsche Informatik ist aus meiner Sicht vor allem einmal in erster Linie ein Kulturthema, in zweiter Linie ein Thema, technische Aspekte oder Methoden und Unterstützung zu haben oder Lean Processes, aber in erster Linie ein Kulturthema. Ich bin schon lange in der Porsche Informatik, über 20 Jahre, das heißt, wir haben auch früher schon Aspekte oder vor Jahrzehnten Aspekte der jetzigen DevOps-Ansatzes gehabt, nur hatten wir kein Wort dafür. Das heißt, wie arbeiten wir in der Porsche Informatik? Wir haben Standing Teams, die entsprechend empowered sind. Das heißt, die Teams kümmern sich um das Produkt für ihre Kunden in der vollen Verantwortung und das seit jeher. Das heißt, Projektmanagement, Requirement Management, Engineering, natürlich codieren, aber eben auch seit jeher die Verantwortung gegenüber dem Kunden für Support und Availability. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt jemand anderer Tätigkeiten erledigt oder dass das Team selbst macht. Das heißt, was jetzt im letzten Jahrzehnt wieder Sache ist, ist, dass die technischen Aspekte, also eben auch Infrastrukturaspekte, mehr ins Dev-Team wandern. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ganz, ganz viel Software-Know-how, also wie verwalte ich Code oder wie verwalte ich Scripts, eben in die Infrastruktur kommt. Das heißt, es ist ein gemeinsames, gegenseitiges Lernen und Zusammenarbeiten. Also ganz, ganz wichtig ist uns ein Community-Aspekt in der Firma. Leute aus der Softwareentwicklung, Infrastruktur wirklich zusammenzubringen oder gemeinsam in Büros zu setzen oder eben wirklich ins Dev-Team zu bringen. Natürlich haben wir unterschiedliche Unterschiede in den Teams. Die einen sind
quasi perfekt im Sinne von DevOps-Ansatz. Bei anderen haben wir noch Handlungsbedarf, da kommen wir später noch dazu. Prinzipiell aus meiner Sicht ganz wichtig, die Balance zwischen Durchsatz und Stabilität, und das leben wir seit Jahrzehnten. Genau, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, also dieses Zusammenbringen eben von Leuten aus der Softwareentwicklung, also auch diese Kultur einfach, und dass es einfach auch, glaube ich, jetzt sage ich jetzt nochmal, ein langer Prozess ist, den man also gehen muss. Peter, du bist ja auch schon sehr, sehr lange in der IT und beschäftigst dich auch intensiv mit dem Thema IT-Architektur. Wie ist denn dein Zugang zum Thema? Ich habe jetzt einmal eine ketzerische Ansage. Und ich würde mal sagen, ich tue mir nach wie vor schwer, wenn mir jemand sagt, ich bin in der IT-Branche. Weil aus Sicht eines Softwareentwicklers ist die IT der natürliche Feind. Die verhindern nämlich meine Innovationskraft, die verhindern neueste Technologien, die verhindern die Möglichkeit, immer das Neueste auch ausprobieren zu dürfen. Und das ist, glaube ich, so ein Grundthema, und die mögliche Brücke könnte schon ein DevOps sein. Aber als Softwareentwickler bin ich immer daran interessiert, das Neueste, das Coolste, das Innovativste, die besten Technologien auszuprobieren, Pionierforscher zu sein. Ich meine, ich unterscheide mal zwischen denen, die Skripts bauen und die Systemerhalter-Software, sagen wir mal vorsichtig, oder die wirklich innovativ sein wollen, neue Software entwickeln wollen. Und die IT ist eigentlich mein natürlicher Feind, weil ich habe das Neueste entwickelt und dann pralle ich auf die IT und das Argument, also .NET 4.7, das geht jetzt gar nicht. Das machen wir erst in 2 Jahren. Das ist in Banken ganz häufig so, dass das Thema Packaging von Software ein Mörderprozess ist und oft die Kosten der Softwareentwicklung selbst massiv übersteigt. Wir haben ja natürlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten am Markt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Banken und Versicherungen mir anschaue, die haben einfach gelernt, einen extrem hohen Stabilitätsanspruch zu haben. Und das bedeutet, dass man manchmal nur ein Zeitfenster bekommt für eine neue Software oder ein neues Software-Release. Das heißt, in einem halben Jahr darfst du dann nach 3 verschiedenen Abnahmestufen diese Software auch wirklich produktiv bringen. Das kommt dann in die Red Zone und dort darfst du nicht mal den Computer berühren. Das muss alles gut entsprechend vorbereitet sein. Und damit sieht man auch den Innovationszyklus, und die Banken und Versicherungen so hinlegen können. In der Automobilbranche gibt es 2 verschiedene Lager. Das Lager der Wahnsinnigen, sage ich mal, das ist die Tesla-Fraktion, die einfach sagen, das Auto fährt mir völlig egal, wir rollen jetzt aus. Und was auch immer passiert, der Fahrer ist eh selber schuld, wenn er sich auf die Systeme verlässt. Deswegen gibt es jetzt auch neue Regulatorien, die auch in der Automobilindustrie zum Thema Software-Update einziehen werden, damit dieser Wahnsinn quasi nicht stattfindet. Und dann gibt es die Übervorsichtigen. Ich habe jetzt mal bewusst nicht Porsche auf der Liste, aber ich habe VW, Audi, Daimler, BMW, alle, die dann sehr vorsichtig sind und dann immer wieder in den Medien sind, weil sie die Softwareprobleme de facto lange Zeit, lange nach Rollout des Autos sowieso nicht in den Griff kriegen, aber immerhin auch online oder über die Werkstatt ausrollen können. Und ich glaube, dass im Bereich einer nicht so kritischen Infrastruktur, zum Beispiel Amazon, das würde Amazon anders sehen, wenn sie 5 Minuten Downtime haben, wissen wir alle, wie viel Millionen Verlust sie haben, aber dort gibt es tatsächlich Continuous Delivery. Also dort gibt es gar keinen DevOps, weil der Entwickler einfach deployed und sofort ist ausgerollt. Also es gibt alle Extremszenarien im Wahrheit auch. Ich glaube, dass die Rolle DevOps aber eine ähnliche Funktion hat oder eine Aufgabenstellung hat, die ähnlich ist, um zwischen Software und IT zu vermitteln, wie die Herausforderung zwischen Business und Software zu vermitteln. Das heißt, ich brauche die Kompetenz aus beiden Lagern. Also ich muss IT verstehen und ich muss auch Software verstehen. Sonst kann ich diesen Mittler nicht spielen. Und was auch klar ist, dass ein DevOps per se dann nicht automatisch der beste Softwareentwickler oder der beste ITler sein wird. Das heißt, er hat eine Brückenfunktion, Kommunikationsfunktion, und ich kann schon einen Schlüssel zum Erfolg in vielen Unternehmen, wo sehr eingefahrene Strukturen bestehen, bewirken. Das mal so als Eingang. Danke erst einmal. Also gerade diese Brückenfunktion, mich erinnert das immer auch ein bisschen an diesen Gegensatz Marketing und IT, der also gerade auch Ende der 90er Jahre da also immer sehr, sehr stark dominiert hat, wo man gesagt hat, die Fachabteilung der IT, das muss also besser werden. Was kann man denn tun? Und genau dieselbe Entwicklung sehe ich jetzt ganz stark eben in Richtung Software Engineering und auch Betrieb, also Operations oder IT-Systemadministratoren oder wie man das dazu sagen will. Stefan, welche Sicht hast denn du? Ja, ich möchte jetzt gleich bei dieser
tatsächlich bis zu einem gewissen Grad existierenden Feindschaft anschließen und würde es konkret festmachen eben an dem Thema Entwicklung und IT-Operations. Wenn wir jetzt in so ein Standard, große Standardunternehmen reinschauen, sind die einfach in der Regel sehr siloartig organisiert. Und das Problem, das wir dort sehr oft finden, sind sich widersprechende Zielsysteme. Das heißt, ich habe dann eine Entwicklungsabteilung, die soll ein Feature nach dem anderen möglichst schnell rausblasen. Und ich habe eine IT-Operations-Abteilung, die danach bewertet wird, wie stabil das System läuft, wie wenig Downtimes es gibt und so weiter. Und jedes neue Feature und jedes neue Einspielen ist jetzt natürlich, egal wie gut ich das mache im Vorfeld, ein potenzielles Risiko. Oft hängen dann auch noch Boni dran. Das heißt, die Leute werden natürlich immer darauf schauen, dass sie so arbeiten, dass sie ihren eigenen Zielen entsprechen. Und deswegen finde ich jetzt diesen Schritt, den ihr bei Porsche Informatik gemacht habt, auch sehr gut zu sagen, wir würfeln die Teams einfach zusammen und geben denen auch die gemeinsame Verantwortung und das gemeinsame Ziel, weil das ist der einzige Weg, dass sich die Leute dann trauen, wirklich die Dinge voranzubringen. Und an sich ist ja die DevOps-Idee jene, dass ich von Anfang an die Qualität in meine Produkte einpacke. Das heißt, dass ich meine Systeme so aufbaue und so konzipiere, dass wenn ich den Code einchecke, dann laufen automatisiert die Tests durch, dann wird das automatisiert in ein Staging geschoben. Dort laufen dann Integrations- und Lasttests. Bedeutet natürlich, dass ich meinen Staging-Bereich sehr produktionsnahe, sprich produktionsident aufbaue. Dann gehe ich in die Produktion, mache meine Checks und habe all meine Provisionierung und alles, was ich brauche, mit dabei. Und wenn ich das tatsächlich aufbauen kann, und das ist nicht einfach, aber wenn ich das schaffe, dann habe ich erst die Grundvoraussetzung, um tatsächlich schnell Software liefern zu können. Und auf Amazon, um auf Amazon zurückzukommen, die machen das halt tatsächlich in Reinkultur. Also die haben diese Pipes aufgebaut, die haben halt investiert, die haben auch die Leute, die haben investiert und die deployen halt alle paar Sekunden mal ein neues Feature und das geht durch die Pipe durch und wird automatisch qualitätsgecheckt. Microsoft probiert das auch, scheitert kläglich täglich. Können wir gerne noch diskutieren. Das ist auch nicht leicht, so fair muss man so sein. Genau, aber vielleicht erzählst du auch noch ganz kurz von Seiten von Zülke und stellst das Unternehmen noch kurz vor. Vielleicht wissen die Zuseher ja noch zu wenig über Zülke. Stimmt, also da habe ich es wahrscheinlich, gerade jetzt im Vergleich zu Irmgard, wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Den Namen Zülke, der ist nicht so geläufig. Wir sind eine Unternehmensgruppe mit Stammsitz in der Schweiz und haben natürlich auch eine österreichische Niederlassung und wir sind komplett in Hand von Partnern, die alle im Unternehmen tätig sein müssen. Das ist für uns natürlich sehr hilfreich, weil es uns sehr viele Möglichkeiten gibt, selbst zu entscheiden und selbst zu überlegen, was sind jetzt gerade so die wichtigen Trends, denen wir uns auch widmen wollen. Und unsere Profession liegt darin, dass wir maßgeschneiderte Innovationslösungen mit unseren Kunden bauen. Also sei das sowohl Hardware als auch Software. Und es geht immer darum, also da geht es in der Regel darum, dass sich die Kunden damit am Markt einfach abheben wollen von dem Mitbewerb. Und bedeutet für uns auf der anderen Seite natürlich, dass wir immer in unterschiedliche Umgebungen hineinkommen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss sich natürlich immer nach der Decke strecken. Das heißt, ich kann keinen Kunden überfordern und muss halt mit dem Kunden dort anfangen zu arbeiten, wo er ist, muss verstanden haben, worum es geht, auch worum es bei DevOps geht und die ersten Schritte mit den richtigen Leuten setzen. Dann kann man das im Unternehmen gut aufbauen. Aber was immer ganz wichtig ist, und das war bei jedem Kunden so, du musst immer ein Team finden, das Spaß dran hat, dass das gerne macht und das dann für die anderen vorlebt. Was gar nicht funktioniert, ist, von der Unternehmensspitze zu kommen und sagen, so, wir machen jetzt DevOps. Und ab morgen ist das so. Weil dann werden da die Leute einfach nur beweisen wollen, dass es nicht funktioniert und der falsche Ansatz ist. Aber wenn du dann ein Team hast, das aus der Mitte kommt und das, dem das wirklich Spaß macht, das engagiert ist, dann wird es zum Selbstläufer. Muss allerdings professionell begleitet werden, damit du eben keine Schritte unternimmst, die dich dann in der aktuellen Situation noch überfordern. Also es geht wie immer um den Menschen, sage ich jetzt einmal. IT geht immer um den Menschen. Ohne den geht es gar nicht. Und von intern ist es natürlich immer gut. Also wenn es engagiert von Mitarbeitern oder aus dem Team herausgetragen wird, ist es das Allerbeste, was man sich nur wünschen kann. Norbert. Eine Ergänzung noch. Ja, bitte. Nicht nur den Menschen, aber ganz wichtig auch die Rahmen. Ich muss als Unternehmen die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Die gehören auf alle Fälle dazu. Also es ist sicherlich ein Gesamtpaket. Aber das können wir dann gerne darüber diskutieren, eben auch, warum es dann in der Umsetzung eigentlich auch noch hapert. Aber Norbert, vielleicht ganz kurz zu euch. Also erstens einmal, was macht denn das Eurolab in Aachen? Wie ist denn deine derzeitige Tätigkeit? Und wie ist denn dein Zugang zu DevOps?
Ja, zunächst einmal als Firma Ericsson sind wir weltweit mit der führende Anbieter von 5G-Mobilfunksystemen. Das heißt, wir liefern unsere Produkte und unsere Services nicht an Endkunden aus, sondern an andere Unternehmen wie zum Beispiel die Telekom, die Vodafones, die Telefonicas dieser Welt. Das ist ein anderes Environment als vielleicht in dem End-User-Business, auch sicherlich dadurch, dass im Bereich Telekommunikation wir von einer alten, monopolistisch geprägten Struktur über die letzten 10, 20 Jahre auch in eine sehr, sehr schnellere Umsetzung gekommen sind, also von sehr alten Strukturen, wo wirklich nur alle paar Jahre mal neue Features in Telekommunikationssysteme eingepflegt worden sind, ist es jetzt mittlerweile komplett anders. Darauf mussten wir uns einstellen. Das mache ich hier im Eurolab mit meinen Leuten, auch, dass wir verschiedene Environments unseren Entwicklern zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist auch von meinen Vorrednern schon gut auf den Punkt gebracht worden. Wir brauchen zum einen Environments für unsere Leute, wo sie wirklich innovativ Sachen ausprobieren können. Ja, wo man ein bisschen rumspielen kann, wo man aber, ich sag mal, nichts kaputt machen kann, wo man aber Erfahrungen sammelt. Also solche Environments müssen wir zur Verfügung stellen. Aber auch Staging-Environments, die sehr, sehr nah an der Production-Environments sind, die wir nachher bei unseren Kunden sehen, um einfach auch dort schneller in das Deployment zu kommen, die Qualität durch automatisierte Tests einfach zu verbessern und zu steigern und da intern schon im Unternehmen diese Feedback-Zyklen zu verkürzen. Und da haben wir verschiedene Programme. Das mache ich jetzt nicht nur hier in Aachen. Das Eurolab ist sicherlich da ein Bestandteil, aber insgesamt ist das weltweit verteilt in meinem Bereich, wo wir da agieren, um diese Systeme halt unseren Mitarbeitern, Firmen intern zur Verfügung zu stellen. Das geht aber dann weiter. Halt, die Pipelines wurden ja auch schon erwähnt im Mobilfunksystem. In unserer Branche sehen wir halt dann verschiedene Pipelines, die dann bei den Operatoren letzten Endes zusammenkommen von verschiedenen Unternehmen. Und das ist im Moment auch die Schwierigkeit, wie bringen wir diese verschiedenen Pipelines zusammen. Jeder möchte natürlich seine eigene Pipeline da sehen. Das wird nicht so sein. Wir müssen da gucken, wie wir im Prinzip diesen gordischen Knoten, den es im Moment gibt, auflösen. Wir sind auf einem guten Weg, denke ich. Aber die ganze Sache ist halt meiner Meinung nach komplizierter und komplexer auch in einem, ja, doch auch systemrelevanten Bereich. Ja, ich würde mir die Telekommunikation schon als systemrelevant darstellen, wenn ich in einem Online-Shop vielleicht mal 2 Minuten warten muss, weil dann Deployment vielleicht nicht funktioniert hat, weil man Rollback machen muss. Gut, da kann ich mit leben. Im Telekommunikationsbereich, da erwartet man einfach eine ganz andere Qualität. Und das ist im Moment auch eines dieser Challenges, die wir haben, weil natürlich auch auf unserer Kundenseite unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Erwartungshaltungen da sind und auch vielleicht eine unterschiedliche, ja, Risikobereitschaft ist vielleicht das falsche Wort, aber eine unterschiedliche Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Also da müssen wir uns drauf einstellen und da gibt es auch nicht die eine Lösung, die für alle relevant ist. Da gibt es immer noch wieder sehr spezielle, vielleicht auf Kunden zugeschnittene Pipelines, mit denen wir da im Moment arbeiten. Danke mal für dieses erste Statement. Du wolltest noch was ergänzen? Ja? Ganz kurz noch als Ergänzung. Technologie ist eine Sache. Ich glaube, das haben wir alle im Griff. Und wir kommen alle vielleicht aus der Ingenieur und was auch für Entwicklung. Ich würde sagen, was ich in Zukunft auch und als sehr relevant empfinde, ist halt wirklich diese kulturelle Transformation zu begleiten. Deswegen würde ich mich jetzt mehr oder weniger als ein Social Engineer bezeichnen und nicht mehr als Software Engineer wie in der Vergangenheit. Social Engineering ist sicherlich ein ganz spannender Zusatz. Es gibt übrigens ein neues Studium, das heißt Social Engineering, und ich glaube, an der TU Graz ist das gerade gestartet. Glaube ich, ist ein ganz wichtiges Skill, die wir lernen müssen in Zukunft. Jürgen, du bist ja bei Nagarro eben, ja, Nagarro ist bekannt für Softwarequalität und Software-Testing auch. Wie ist denn euer Zugang auch zum DevOps-Thema? Ja. Also zuerst einmal danke für die Einladung in diese Runde. Ich finde es super, dass wir heute über DevOps reden können. Wir von Nagarro als Digitalisierungspartner mit mittlerweile knapp 10.000 Mitarbeiterinnen weltweit haben eigentlich schon vor langer Zeit DevOps in unsere DNA aufgenommen. So wie du gesagt hast, der Qualitätsgedanke schwebt eigentlich immer und überall mit. Und so ist es auch keine Überraschung, dass wir immer unseren Kunden in den Fokus stellen. Also egal, ob das jetzt Business Agilität ist, maßgeschneiderte Schulungen oder sonstiges, Transformationsprojekte zum Beispiel.
Als man vor 12 Jahren das erste Mal über DevOps geredet hat, haben wir auch schon gehört, ist halt das Thema Development und Operations beziehungsweise die Teams davon sind in den Fokus gestellt worden. Und der Stefan, glaube ich, hat es auch gesagt, das Thema Development will natürlich neue, schnell Feature liefern, Operations möchte Umgebungen stabil halten. Das ist eigentlich ja schon ein Widerspruch an sich. Und es mussten diese typischen Silos aufgebrochen werden. Es musste geschaut werden, dass die Teams miteinander reden, kommunizieren, miteinander arbeiten. Ich glaube, dass, also es ist dann später noch ein bisschen weitergegangen Richtung Information Security, wo dann Information Security an Bord geholt werden musste. Und beides ist eigentlich eine rein menschliche Hürde. Also es hat mit Technologie ja da eigentlich noch gar nichts zu tun. Und ich finde, das ist schon mal ein sehr interessanter Aspekt, dass diese Hürde überwunden werden musste. Zusätzlich ist es dann heute so, wenn man sich den Hauptfokus heute anschaut, ist, dass die Lücke zwischen agilen Entwicklungsteams und ich würde jetzt mal sagen, Unternehmensführung geschlossen werden musste. Das ist genau das, glaube ich, der Peter hat das angesprochen. Und ich glaube, vom Stefan ist auch gekommen, dieses Top-Down, das funktioniert nicht. Man muss irgendwie schauen, dass das von allen Seiten bedient wird. Ja. Wenn ich da kurz ein Beispiel aus dem Native Advertising-Bereich dazu hauen darf, ich bin mittlerweile seit 1,5 Jahren bei einem Kunden tätig im mittelständiges Unternehmen, Advertising-Bereich. Und die haben eigentlich am eigenen Leib erfahren, wie das ist, diese Wechselwirkung zwischen, und das ist anfänglich ja gefragt, Qualität und und Schnelligkeit. Die haben die Qualität eigentlich nach hinten geschoben und haben diese vermeintliche Schnelligkeit in den Vordergrund gestellt. Und man hat dort relativ schnell gemerkt, dass das Ergebnis eigentlich war, dass sie von dieser wenig vorhandenen Qualität und von technischen Schulden eingeholt wurden. Das heißt, sie haben dort lange Abnahmeprozesse gehabt, sie haben fehleranfällige manuelle Lieferungen in Produktion gehabt, teilweise mitten in der Nacht. Das war ein und ist eine große Belastung von Mitarbeitern. Und am Ende des Tages hat es das Unternehmen nicht schneller gemacht, was sie geglaubt haben, damit einzusparen, mit der Qualität halt einzusparen, sondern eigentlich hat es das Unternehmen träge gemacht. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wo DevOps ansetzen kann und was DevOps am Ende des Tages dann eigentlich wieder auslöschen oder verbessern kann. Also es ist wirklich kein leichtes Unterfangen, sage ich mal. Es ist doch ganz schön komplexes, schwieriges Unterfangen. Danke auch für dieses Beispiel mit dem KMU. Manfred, du kommst ja auch aus der Softwareentwicklung und das ist ganz interessant. Ihr habt, glaube ich, in den letzten 2 Jahren da sehr vieles gemacht bei Ramsau und Stürmer. Vielleicht erzählst du deinen Zugang. Aber auch ja, bitte das Unternehmen noch, kurz vorstellen. Ja, genau. Danke nochmal für die Einladung. Also vielleicht kurz zum Unternehmen Ramsau und Stürmer. Wir sind ja wirklich ein selbstproduzierender Softwarebetrieb. Das heißt, wir erzeugen Business-Software, ja, und das für hunderte verschiedenste Kunden. Das ist eigentlich schon eine sehr komplexe Thematik. Das heißt, wir haben lebensmittelproduzierende Betriebe, wir haben Bauhandwerk, wir haben Banken, ja, und denen stellen wir eine Business-Software zur Verfügung, wo sie diesen gesamten Apparat eigentlich steuern können. Ja. Egal, ob Techniker in der Weltgeschichte herumfliegen und da eine Belege und Zeiten erfassen, oder ob ich Leger verwalten muss oder Mitarbeiter mit Zeiterfassung über 10.000 in sage ich mal, Bankenwesen abrechnen muss. Das wird alles von dieser Software gesteuert. Ja? Was uns natürlich featuretechnisch in großen Herausforderungen, große Herausforderungen stellt, weil das so komplex ist und wir so viele verschiedenste Features und Anwendungen haben, ja, dass es eigentlich wichtig ist, überhaupt den Überblick zu bewahren, was kann unsere Software, ja? Für welche Branchen haben wir Features und wo haben wir diesen Einsatz? Und da komme ich jetzt auch zum DevOps. Für mich ist eigentlich die Methodik im DevOps einfach, dass ich die Transparenz schaffe. Ja? Erstens mal komplett über die Softwareentwicklung. Ja? Wo geht die Reise hin? Was machen meine Teams? Ja? Wie kann ich was einsetzen? Wie fehleranfällig sind teilweise in diesen Entwicklungen, sage ich mal, die Teams? Ja? Oder inwiefern kann ich Features vorziehen, weil ich einfach vor den Fehleranfälligkeiten eigentlich runterkomme. Und diese Transparenz schafft mir eigentlich DevOps. Ja. Und möchte auch noch dazu sagen, was vorher die Irmgard schon gesagt hat, es ist auch ein Riesenkulturthema. Ja. Das muss man auch sich immer mitnehmen. Man kann nicht hergehen und sagen, gut, ich führe jetzt DevOps in ein Unternehmen ein. Also es wäre komplett blauäugig. Also dieser Kulturwandel, diese Transparenz zu schaffen,
mit den Mitarbeitern sich ständig auszutauschen, ja, dass jeder eigentlich am besten den gleichen Wissensstand hat. Und das macht es eigentlich aus am Ende des Tages. Das ist eigentlich schon eine große Herausforderung, aber toll, wenn es dann funktioniert. Das muss ich alle nochmal mitgeben in dieser Runde. Es wird nie perfekt funktionieren, aber es ist aus meiner Sicht ein sehr guter Ansatz, ja, dass man in die richtige Richtung kommt, Qualität reinbringt, die Übersicht behält und auch die Teams dementsprechend formt und denen auch so den Freiraum gibt, dass sie auch da selbstständig arbeiten können. Ja. Das ist unser Zugang. Vielleicht, danke mal für diesen ersten Einsatz, für das erste Statement, aber vielleicht kannst du auch noch ganz kurz eure persönlichen Erfahrungen ein bisschen schildern, die da in den letzten Jahren, die ihr gemacht habt. Ja, die persönliche Erfahrung, also für mich auch als Geschäftsführer und Unternehmer, wir sind ja klassisch aus dieser Entwicklung rausgewachsen, früher Wasserfallmodell, ja, Projektpflichtenheft, ja. Das war natürlich irgendwie als Chef, man hat genau gewusst, wo geht die Reise hin, wo hat man was definiert, wo sind die Ziele, ja. Und das hat sich eigentlich mit dieser Umstellung, diese Agilität, ja, komplett gewandelt, muss man sagen. Ja. Man hat einfach viel kürzere Ziele. Ja. Das muss man sich auch als Unternehmer ein bisschen irgendwo dran gewöhnen. Ja. Man hat 2-Wochen-Sprints, teilweise 4-Wochen-Sprints, wo wir Ziele erreichen, ja, wo wir dann auch Abnahmen haben, dementsprechend Veränderungen. Ja. Man muss auch die ganze Kundenthematik mit einbeziehen. Ja. Es muss ja auch ein Kunde bereit sein, mitzuwirken in dieser ganzen Methodik, ja, und nicht sagen, ich habe jetzt da ein Pflichtenheft, nach 3 Monaten machen wir eine Abnahme und dann ist gut. Ja. Also man muss ja auch den Kunden dazu bringen, dass er sagt, ich nehme jetzt Zeit, alle 2 Wochen, wir schauen uns die Methodik an, wie weit seid ihr, wo kann sich das vielleicht noch verändern, wo habe ich Einfluss. Ja. Also das hat eigentlich, jetzt bin ich wieder ganz vorne, wirklich im Unternehmen auch einen Kulturwandel erzeugt. Muss es auch, ja, sonst wird das nicht funktionieren. Kommunikationsaufwand bei uns viel mehr am Anfang, ja, wie früher. Also generell Aufwand an Besprechungen und Kommunikation ist extrem in die Höhe geschnellt, ja, hat sich aber dann wieder langfristig eigentlich auf ein Niveau eingependelt, was sehr gut funktioniert am Ende des Tages. So meine persönliche, sage ich mal, mein persönlicher Rückblick, wie das funktioniert. Einführung, gesamtheitlich, Methodik, DevOps, ja. Danke für dieses. Also, dass dieser Kommunikationsaufwand viel erhöht wird und dass man eigentlich viel mehr Zeit am Anfang, zumindest am Anfang, sehr viel Zeit hineinstecken muss, das höre ich also von allen Seiten, würde ich jetzt einmal sagen. Aber auch dieses Kulturwandel-Thema, das ihr eigentlich alle angesprochen habt, ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, auch, haben wir auch einen Konsens. Was jetzt wirklich wichtig ist, ist, wie entwickelt sich oder warum gibt es denn immer noch so große Hürden in der Umsetzung? Das ist ja ganz interessant, dass das auch in dieser IDC-Studie jetzt so herausgekommen ist. Der erste und wichtigste Punkt ist nämlich genau IT-Kultur und Beharrungsvermögen. Also 34% sagen, das ist das Top-Hindernis. Und dann eben auch Integration von Anwendungsentwicklung und IT-Betrieb. Das ist also das zweite mit 33%. Und das dritte mit 29% ist dann schon Reife der Tools und Anwendungen. Also es ist eben schon auch ein Kulturthema, aber offensichtlich auch durchaus auch ein technisches Thema, wie man sozusagen die Umsetzung dann schafft. Wie seht denn ihr das? Irmgard, darf ich dich gleich fragen? Ja, klar. Vielleicht zum ersten Punkt nochmal Kultur zuerst. Also ich stimme, der Stefan hat es als erstes erwähnt, glaube ich, Mindset des Kunden, ja, oder der Manfred jetzt nochmal. Ich kann mich gut erinnern, so vor 8, 9 Jahren haben wir für ein Produkt mit einem Kunden in Wahrheit ein Eskalationsmeeting gehabt. Wir haben uns nicht ganz auskennt, weil der Kunde gesagt hat, die Qualität ist ganz, ganz schlecht von diesem Produkt. Wir haben uns gedacht, wir liefern sehr gute Qualität. Ja. Im Laufe des Gesprächs sind wir dann auf den eigentlichen Pain gekommen. Genau, er hat KPIs, mit denen er misst, wie viele Changes gibt es im Jahr. Die Erwartung war nämlich ganz klar, die Software ist fertig und damit gibt es vielleicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre eine Bugfix-Version. Ja. Wir haben mit damals große Überzeugung, zumindest einmal im Monat eingesetzt. Ja. Wir wollten öfter einmal im Monat, weil das Maximum, was wir ausholen konnten. Damit sind wir bei den KPIs des Kunden natürlich tiefrot gewesen, ja. Weil die Software muss höchst mangelhaft sein. Das heißt, das Mindset des Kunden ist natürlich ein wesentliches Thema. Geht er mit oder geht er nicht mit? Ja. Und wenn das der Fall ist, ja, die Haltung ist, ich darf maximal 2-mal im Jahr einsetzen, dann muss ich ganz lange und konsequent und jahrelang versuchen, den Kunden anhand anderer Beispiele oder Pilotenexperimente versuchen, zur Überzeugung in die Richtung zu gehen. Aber das ist eine wesentliche Rahmenbedingung. Wenn der Kunde
muss auch bereit sein, den Weg mitzugehen und auch zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad ins Risiko zu gehen, wenn es wirklich schnell gehen soll und eben auch bereit sein, ein schnelles Restore in Kauf zu nehmen. Das sind wir jetzt bei Durchsatz und Stabilität, genau. Ganz einfach in der Balance. Natürlich mit dem ausgemachten Sicherheitsnetz von automatisierten Pipelines, automatisierten Tests und sonstigen risikoreduzierenden Maßnahmen. Aber ganz klar, bei uns ist der Ansatz, das Softwareentwicklungsteam hat die komplette Verantwortung. Und wenn der Entwickler das eincheckt und einsetzt, dann läuft das so. Also das ist unser Grundgedanke, ja. Also so viel zum Kulturthema mal Richtung Kunde. Dann haben wir das Kulturthema in der Firma. Ohne offene Fehlerkultur, vergiss es. Ja. Offene Fehlerkultur, offen auf Themen zu schauen, was ist bei einem Change schiefgegangen oder wie der Manfred erwähnt hat, wie viele Bugs haben wir, hier die Transparenz zu schaffen und hier absolut offen und konstruktiv umzugehen. Wenn du eine Kultur hast, wo, ich formuliere es jetzt sehr österreichisch, bei jedem Fehler jemand zur Sau gemacht wird. Sorry für das Wording. Dann ja. Vergiss es auch. Ja. Du wirst keine Transparenz mehr bekommen und die Entwicklungsteams werden auch nichts mehr rausgeben oder jegliches kaschieren. Und es, dann vergiss DevOps-Ansatz, dann mach es anders. Du brauchst diese Kultur innerhalb der Firma. Und das nächste und der dritte Punkt bezüglich Kultur ist, wie können sich die Teams auch weiterentwickeln im Sinne von Know-how. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Empowered Teams, das heißt, die können auch in einem sehr hohen Maß autonom entscheiden, wie sie mit Themen umgehen. Das heißt, wie machen wir es? Wir stellen Angebote. Jetzt auch im Sinne von technischen Services, Automatisierungsmöglichkeiten, die sehr, sehr einfach nutzbar sind. Wenn es sehr einfach ist, und dann nehmen es die Entwickler meistens gern her. Die, die es nicht gerne hernehmen, die werden sich dann aber sehr, sehr intensiv mit den Themen beschäftigen und uns insofern dann auch wieder weiterbringen. Also das ist unser Ansatz. Und also Kultur in mehreren Aspekten. Und das Kultur war ich nur bei der Kultur noch gar nicht, bei der Technik. Aber und jetzt zur Technik. Gerne mal wieder andere auch. Das war der aber jetzt lassen wir mal wieder andere und dann diskutieren wir über die Technik genau. Wieder weiter. Wer möchte denn gerne anschließen? Wen darf ich ansprechen? Peter? Ja, also ich lasse mal das Kulturthema weg. Es gibt das zweite Thema, nämlich das Thema Dokumentation und vielleicht auch noch das dritte Thema Reifegrad. Beim Thema Dokumentation gibt es immer noch ein großes Missverständnis, dass die Umstellung von Waterfall oder V-Modell auf agiles Vorgehen dokumentationsersparend ist. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und erfolgreich ist mit der agilen Umsetzung nur dann, wenn auch die Dokumentation, also sprich die Übergabe in die Produktion, idealerweise kann das nahtlos sein, in Wahrheit perfekt dokumentiert ist, dass das Dokument oder das, ich verwende gerne Modellierung als Dokumentationshilfe, also EUML, BPMN, Archimed, was auch immer geeignet ist. Und das muss ein Teil der Definition of Done sein. Das ist ein Musskriterium für erfolgreiches, agiles Vorgehen, dass Dokumentation nicht ein mühsames Beiwagerl ist oder Qualität oder auch Security, haben wir heute schon gehört. Das muss ich auch noch tun, na gut, mache ich es halt. Nein, es muss ein Teil der Definition of Done sein. Das heißt, das Selbstverständnis eines Entwicklers muss es sein, dass auch die Dokumentation dessen, was er hier liefert, ein wesentlicher, essentieller Bestandteil ist. Das zweite ist Maturity Level, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, Reifegrad. Da gibt es im Prinzip das Dilemma, dass es hier nicht nur eine Dimension gibt. Also kodieren würde ich gleich mal vom Wortschatz streichen wollen, denn ich denke, dass Automatisierung eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist und ein Teil einer Dokumentation kann ein vollständig automatisiert generierter Code sein, theoretisch. Das ist dann natürlich eine Toolfrage, eine methodische Frage, eine Frage der Sprachlichkeit. Ich meine jetzt in dem Fall abstraktere Sprachen, wie zum Beispiel eine wiederauferstehende UML oder SysML, aber es gehört auch Erfahrung dazu. Das heißt, ich brauche in einem Team nicht nur den Experten, sondern ich brauche einen regen Austausch. Fehlerkultur ist die eine Seite, aber ich brauche auch einen gelebten Wissenstransfer und nicht dieses Information Hiding, das in der Vergangenheit oft gepflegt wurde, um quasi unkündbar zu werden.
Also wir haben gerade in Banken und Versicherungen genau das passiert ja auch gerade wieder. Es gibt auch in unserer Branche Kündigungswellen. Je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher. Und sie kündigen dummerweise immer die Falschen. Also das haben sie noch nicht behirnt, diese großen Unternehmen, die halt auch Softwareentwicklung betreiben, dass sie eigentlich die Falschen kündigen, weil sie es gar nicht anders oder falsch messen. Und das führt dann dazu, dass die Monolithe immer monolithischer werden und die dynamischen irgendwann früher oder später das untergraben werden, so ganz pauschal gesprochen. Das heißt, es muss nicht nur ein Rad sein, sondern eigentlich ein Schwungrad, wo einfach immer mehr dazu kommt an Know-how, Toolchain, Automatisierung, Sprache und Erfahrung. Also ein Toolrad, ein Rad, das Bild des Rads finde ich gar nicht so schlecht, dass sich also immer weiter bewegt, in ständigen genau, Bewegung ist, Schwungrad, ja, sagen wir mal Schwungrad dazu. Aber ich kann dem Peter nur zustimmen, was ich am Anfang gesagt habe, diese Transparenz, ja, was ich da unbedingt brauche, ja, dass ich wirklich von der Dokumentation bis zu jedem Release, bis zu jedem, sage ich mal, Team kontrollieren kann, ja, was die gerade machen, ja, da hilft mir DevOps eigentlich enorm bei mir im Unternehmen. Ja. Also wirklich diese Transparenz zu schaffen, dass ich nicht mehr auf, sage ich mal, einzelne Player auch angewiesen bin, dass immer das Team, sage ich mal, das Ziel erreicht und das Team das Know-how auch weitergibt, ja, dokumentiert richtig. Das ist eigentlich diese Methodik, die es eigentlich für mich so gut macht, das Ganze. Ganz kurz zusammengefasst, ja. Das ist aber genau das Problem, das bei vielen Legacy-Systemen da ist, dass die mangelnde Dokumentation oder ziemlich schleißig war, sind wir uns ehrlich. Jürgen, wie siehst du es? Ja. Also ich wollte vorhin noch da einhaken bei der Kultur, aber für mich ist ein Grundstein der Veränderung von innen, und das ist etwas ganz Essentielles, dass wir streben immer, dass wir sind Consultants, logischerweise, wir kommen von außen, aber die Veränderung muss von innen passieren. Und ein Grundstein für diese Veränderung ist, finde ich, genau das, ich glaube, die Irmgard hat es angesprochen, sind diese cross-funktionalen, agilen Teams. Es ist vor allem Autonomie. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Vertrauen. Also Vertrauen muss in jeglicher Art und Weise aufgebaut werden. Und das ist nichts, was man einfach bekommt. Ihr habt es eh jetzt schon ein paar Mal genannt. Das ist ganz viel mit miteinander reden, kommunizieren, austauschen. Es ist aber auch viel dabei, wenn man sich überlegt, die unterstützenden Teamstrukturen dahingehend aufzubauen. Also es bringt jetzt, früher hat man gesagt, naja, haut man halt Development und Operations zusammen und dann wird das schon passen. So ist es halt dann eigentlich auch nicht. Ne? Was wir halt oft machen, bei unseren Herangehen, ist sowas wie, wir überprüfen halt eigentlich den kompletten Value Stream. Wir schauen uns halt an, wo gibt es denn da eigentlich Blocker, wo gibt es Probleme, wo taucht denn da was auf, wie können wir dem auch entgegenwirken. Das kann sein, dass man eben Experimente fördert, das kann sein, dass man Bausteine kleiner macht, also Agilität, das kann sein, dass man auch fürs Onboarding etwas macht, zum Beispiel auch Dokumentation, der Peter hat es gesagt, Dokumentation ist deswegen nicht weg, ja? Man muss sich halt überlegen, was man dokumentiert und wie man es dokumentiert und auch in welchem Ausmaß man das natürlich macht. Aber natürlich Prinzipien und Praktiken wie Continuous Delivery, am Ende des Tages Automatisierung, wo ich ganz, ganz, ganz vielen manuellen Effort, Aufwand einsparen kann, das sind schon treibende Kräfte in einem Unternehmen und vor allem auch dieses Shift Left in Security, Build in Quality, also alles, was ich irgendwo dort in diese Richtung bewegen kann, unterstützt mich in meinem tagtäglichen Doing und fördert am Ende des Tages den kontinuierlichen Wertfluss, den ich ja meinem Endkunden liefern möchte. Die Irmgard hat jetzt ein Beispiel genannt, wo sie gesagt hat, Entschuldige, wo sie genannt hat, dass der Kunde nicht wollte, dass er eigentlich so oft etwas kriegt. Vorhin, wo ich den Native Advertiser genannt habe, dort ist es genau umgekehrt. Das ist extrem schnelllebig und die haben einmal im Monat maximal geliefert und das hat sie halt überhaupt nicht flexibel und schnell gemacht. Und da war genau das Umgekehrte. Also wir mussten dort schauen, wie man zu täglichen automatisierten Lieferungen kommt und weg von diesen manuellen und fehlerhaften Lieferungen, die zuvor da waren. Ja.
Also Automatisierung, das nehme ich an, ist ein ganz wichtiges Stichwort. Irmgard, möchtest du noch was ergänzen dazu? Oder? Ganz kurz zum Jürgen, genau. Ich habe ja gesagt, ich bin schon länger in der Firma. Also wie ich eingestiegen bin als Softwareentwicklerin, war es noch ganz klar so, das, was ich fertig entwickelt habe, das habe ich dann auch sofort eingesetzt. Ja. Organisatorisch durften wir dann nochmal eine Weile nicht. Und von dem her, wir haben das aber von der Verantwortung her durchgehalten. Deswegen haben wir jetzt die volle Bandbreite von Teams, die mehrmals täglich deployen und eben auch Teams, die nach wie vor einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr deployen, weil es mit dem Kunden aktuell so vereinbart ist. Wir arbeiten dran. Ja, aber es ist doch etwas, wenn, wie du sagst, also diese langen Abnahmeprozesse, der Peter hat das auch vorhin gesagt, die langen Abnahmeprozesse sind ein Wahnsinn. Und man muss sich natürlich da überlegen, welche Lösungen kann man da schaffen? Abnahmeboards und diese Richtung, also das ist ja... Automatisieren ist der ganz klare Stichwort und kleinere Häppchen. So ist es. Ja. Risikoreduzierend. Automatisieren und kleinere Häppchen. Je weniger Änderungen ich einsetze, so weniger Risiko habe ich. Aber auch, ich sehe es individuell, es kommt aufs Unternehmen an, sage ich jetzt mal, auf das Mindset in dem jeweiligen Unternehmen, also wenn man jetzt auf Kundenseite sieht. Stefan, wie siehst denn du das? Wie ist das bei euren Kunden? Naja, es sind ja schon ganz viele ganz wichtige Punkte gefallen. Ich will ein bisschen auf das hinaus, warum tun wir dieses DevOps-Zeug denn überhaupt? Weil am Ende des Tages, alles, was wir bauen, bauen wir für einen Kunden, entweder einen internen oder einen externen. Und worum es geht, ist, dass wir es ja schaffen, möglichst schnell die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden abdecken zu können. Und das ist einfach DevOps der Motor dazu. Was aber da jetzt, um wieder aufs Kulturelle zu kommen, wahnsinnig wichtig ist, und das ist selbst bei uns so, obwohl wir da, glaube ich, schon ziemlich weit sind, wie man einfach Feedback gegenübersteht. Also man muss es auf jeden Fall mal schaffen, den Endkunden, Endanwender, wie auch immer, einzubinden in den Entwicklungsprozess. Weil es gibt internationale Studien, dass nur 60%, also über die Breite hinweg, 60% aller Features genutzt werden, die entwickelt werden. 40% braucht eigentlich niemand. Das heißt, hier den Kunden einbinden und Feedback zulassen und vor allem auch dieses Feedback schätzen, dass man jetzt vielleicht im ersten Schritt nicht so gern hört, weil es ein bisschen weh tut. Aber das ist umso wichtiger, weil das ist das eigene Entwicklungspotenzial und in jeder Diskussionsrunde, in die ich komme und wo darüber diskutiert wird, wer jetzt an irgendwas Schuld hat, was passiert ist, das stoppe ich sofort, weil das ist komplett sinnlos. Also wir alle können unsere Jobs. Und wenn wir es nicht können, kommen wir irgendwann drauf und werden dann wahrscheinlich was anderes machen. Das heißt, alles, was passiert, hat einfach einen Hintergrund, den wir finden müssen und den wir gemeinsam auflösen müssen. Und auch das gehört zum DevOps-Konzept, weil ein rundes Konzept kann ich nur dann schaffen, wenn ich über alles offen rede, Probleme wirklich gemeinsam suche und nicht die Schuld hin und her schiebe, sondern einfach die gemeinsame Verantwortung verstehe und gemeinsam nach Lösungen suche. Und so hat bis jetzt nur alles funktioniert. Aber ist schon die Frage, ob diese Try-and-Failure-Culture, ob das, sage ich mal, in Österreich und Deutschland oder im mitteleuropäischen Raum wirklich so vertreten ist, weil ich kenne das wirklich sehr, sehr gut aus den USA oder aus dem angloamerikanischen Bereich, aber im Dachbereich vermisse ich das sehr, sehr oft, also in vielen Bereichen, nicht nur in der Software-Engineering. Norbert, bitte. Es ist sicherlich nicht einfach, Christine, du sagst das, also diese Kultur, dass man Fehler machen darf, das war jahrelang sicherlich nicht der Fall. Aber was der Stefan gerade sagte, das war eins der wenigen Gründe, warum wir 2008, 2009 in meinem Bereich angefangen haben, agile Methoden einzusetzen, nämlich dass nur ein Bruchteil der Features, die wir über Jahre entwickelt haben, wirklich dann im Endeffekt benutzt wurden. Und es war klar, dass das nicht so weitergehen kann, dass das ist ja einfach nur Geld, was man verbrennt in der Entwicklung. Viele Sachen, die nie genutzt wurden, vielleicht waren sie ihrer Zeit voraus, als sie implementiert wurden und wurden dann vergessen. Es hat aber auch keinen Spaß gemacht für die Entwickler, etwas zu schaffen, von dem man weiß, es wird nicht genutzt. Da ist der Spaß einfach weg. Wenn man etwas schafft und an etwas arbeitet, wo man sieht, okay, es wird genutzt, jemand telefoniert, der benutzt das Feature, da war ich aktiv dran oder guck mal hier, da habe ich mitgearbeitet. Das ist ein ganz anderes Empowerment für die Leute auch, als wenn man weiß, jetzt habe ich 2 Jahre lang an etwas entwickelt und es verschwindet eigentlich in der Schublade. Niemand bezahlt es und niemand nutzt es. Du hattest am Anfang gefragt, was waren so die Schwierigkeiten, oder was sind eigentlich die Hürden, was sind so die Probleme dabei? Wenn ich zurückdenke an diese Anfänge, zumindest in meinem Bereich mit dieser, ich sag mal, Agile Transition, die wir da gemacht haben, wir haben es
auch durch externe Consultants, die wir natürlich ins Unternehmen reingeholt haben, muss man machen. Man hat die Expertise einfach nicht. Man kann sich natürlich schlau lesen, aber letzten Endes hilft das alles nicht. Man muss anfangen, auch mit Hilfe von Support von außen. Wir haben es relativ schnell geschafft, die Ingenieure sozusagen dafür zu begeistern. Ein großes Problem war zu dieser Zeit, dass einfach das Management, also wir sprechen nicht von dem Top-Management, die wollten das, das war klar, das muss der Weg nach vorne sein, aber so die Gruppenleiter, Abteilungsleiter, die waren sehr zögerlich. Da war so ein bisschen die Angst da, ich habe einen Machtverlust. Ich weiß nicht mehr, was die Leute machen, ich habe empowered Teams, ich verliere diese Kontrolle, die wahrscheinlich nie da war, vielleicht nur gefühlt immer da war, weil man irgendwie schöne Pläne und schöne Reports vorgelegt bekommen hat. Aber das war ein riesengroßes Problem in dieser ersten Agile-Transition, die wir gemacht haben. Ein paar Jahre später hatte ich wirklich mal, das finde ich immer noch ein Glücksfall, war ich in der Lage, ein komplett neues Produkt mit aus dem Boden zu stampfen, um es mal so salopp zu sagen. Wir haben ja eine große Legacy dadurch, dass ich meine Telekommunikationssysteme gibt es seit Anno Tubak, um es mal so zu sagen. Ja, Unternehmen gibt es seit 1878, also das ist eine lange Zeit her. Aber da war es zum ersten Mal so, dass ich wirklich was total Neues machen konnte, von null anfangen. Das war viel einfacher. Da gab es gar nicht so diese vorgefertigten Strukturen, Prozesse. Wir waren frei, das zu nehmen und zu selektieren, was wir wollten. Da bestand damals dann so ein Hindernisgrund, weil wir einfach dann auch sagten, wir nehmen den Kunden mit ins Boot. Das war damals die Swisscom, wo wir gesagt haben, lass uns doch einfach mal ein paar Ingenieure von der Swisscom mit zusammen mit unseren Teams arbeiten, lass uns doch die Tests zusammen machen. Das hat relativ lange gedauert, um da ein Okay zu bekommen. Weil da war die Angst, dann sehen die aber, wie viele Fehler wir in der Software haben. Ja, und das war gut so. Weil das war ja ganz frühes Testen. Das Feedback von den Swisscom-Ingenieuren war, boah, ist ja genial, was ihr alles testet. Da wären wir ja nie drauf gekommen und wie ihr damit umgeht und wie schnell das dann gefixt ist. Also es hatte genau den Effekt, den wir uns erhofft haben, dass das Vertrauen einfach dann da war und hat die Sache dann beschleunigt. Also dann so zwei Beispiele, wenn du aus dem Waterfall kamst, war es schwierig. Da war ein bisschen Ressentiments oder größeres Ressentiments auf der Management-Ebene. Bei den Leuten, wenn du sie empowerst, wenn du dir das Environment zur Verfügung stellst, wenn du wirklich sozusagen auch dahinter stehst, ich finde, die hast du sehr, sehr schnell an Bord. Mhm. Also gibt Motivation, natürlich. Ja, es gibt nur aber auch keinen Weg zurück. Man könnte jetzt provokant sagen, Agile und DevOps ist eine Einbahnstraße, weil sobald du das Rad zurückdrehst, werden die Leute sagen, nö, mach ich nicht. Mhm. Ich gehe woanders hin. Aber hoffentlich ein richtiger Schritt, eine richtige Einbahnstraße. Das ist der entscheidende Punkt. Einbahnstraße, genau. Das ist eine Einbahnstraße, die ich gerne gehe. Genau, wenn man sie gerne geht, dann ist es ja eine gute Einbahnstraße. Ich habe jetzt allgemeines Nicken gesehen. Peter, möchtest du anknüpfen vielleicht? Naja, ich habe nur in meinem Kopf die ganze Zeit, weil du jetzt so diesen lustigen Hintergrund hast, wir haben ja Kunden von der NASA bis hin zum Bankensektor, also alle Branchen. Und es ist schon sehr interessant, so die unterschiedlichen Entwicklertypen auch zu sehen. Also ich kannte einen Ingenieur, der hat in den Uranfängen der Mars-Mission Software entwickelt, ist mittlerweile verstorben, hat niemals das Erfolgserlebnis gehabt, dass das Ding gelandet ist. Keine 30 Jahre später ist es wirklich auf dem Mars. Und das ist auch noch eine Kulturtechnik, die halt jetzt vielleicht ein bisschen konträr ist zu dieser Agilität, wo man ständig was ändern kann. Ich kann die Mission hier nicht mehr updaten. Das Update rüberzutragen dauert Wochen. Ein Steuerkommando zu sagen, fliege jetzt nach links, ist einfach zu spät, wenn ich es jetzt wegsende. Und das, also da gibt es einfach verschiedene Dimensionen und ich glaube, das ist das Spannende auch an unserer Branche, dass es einfach so viele Facetten gibt. Und es ist aber auch das Spannende zu erkennen, dass eigentlich erstmalig in der Geschichte es so ist, dass die Software mehr leisten kann, als Business sich vorstellen kann. Mhm. Also früher war es immer so, dass wir hinterhergehäkelt sind. Wir müssen Software entwickeln, das mehr als Business sich überhaupt Situation, weil wir eigentlich den Kunden theoretisch sagen können, im Sinne von Einbahnstraße, da geht es lang. Und das ist natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Position. Es gibt nichts mehr, was nicht geht. Und wir sind kurz davor, autonomes Fahren zu haben, den Faktor Mensch als Risikofaktor deutlich zu reduzieren. Und das ist auch in vielen anderen Entscheidungsprozessen sinnvoll, aber wie wir gehört haben, im Softwarebereich nicht möglich. Und das ist auch eine ganz spannende These. Es wird noch 100 Jahre dauern, mindestens,
dieses künstliche Intelligenz gibt, die tatsächlich Softwareentwickler ersetzen kann. Also eine tatsächliche künstliche Intelligenz sind wir noch meilenweit entfernt. Also gut, also diese These nehmen wir mal auf. Es gibt eine schöne These. Ist es Python, ist es wahrscheinlich Machine Learning, ist es, und ist es PowerPoint, ist es künstliche Intelligenz? Genau, da lachen wir jetzt alle. Jürgen, wie siehst du es? Ich frage dich weiter. Ich möchte vielleicht noch gar nicht so weit gehen. Also ich, auf der einen Seite, ich sehe das natürlich voll und ganz, dass das DevOps die Mitarbeiter der Zufriedenheit steigern kann. Ich sehe das natürlich voll und ganz, dass wir die Identifikation mit Produkten steigern können, mit dieser Art von Arbeit. Das ist alles super. Ich möchte vielleicht kurz ein Beispiel bringen von einem globalen Anbieter von Verkehrsleitsystemen, mit dem wir jetzt seit knapp zwei Jahren zusammenarbeiten. Der ist in Schweden, Amerika und in Österreich und überall unterwegs. Dort, die kommen aus der klassischen Datenbankentwicklung. Dort gibt es Datenbankentwickler, die schreiben ihre Procedures, dort ist der Business Value vergraben. Alleine dort, finde ich, ist der Ansatz schon mal der, wenn ich mit DevOps in diese Themen reingehe, dann kann ich ganz viel mit den Kunden dort diskutieren, wo ich ein Verbesserungspotenzial sehe. Und was wir dort zum Beispiel geschafft haben, ist innerhalb kürzester Zeit eigentlich in das Daily Business von diesen Datenbankentwicklern Continuous Integration oder sie an Continuous Integration heranzuführen und dadurch Tausende von manuellen Arbeitsstunden einzusparen. Und das ist einfach historisch bedingt, dass sie das halt nie gemacht haben. Sie haben halt Datenbanken kopiert, haben halt typische Projektentwicklung. Aber was ihnen extrem geholfen hat, und dazu muss man jetzt nicht komplett DevOps machen, sondern es sind die kleinen Dinge, die ich finde, die schon Veränderungen bewirken. Ja. Automatisierung von Umgebungen in der Cloud zum Beispiel oder Datenbank-Migrationswerkzeuge, die wir damals verwendet haben, hat einfach dazu geführt, dass die das direkt die Qualität in den Prozess integrieren konnten. Und das alleine zeigt schon, was wir eigentlich alles machen können. Ich bin voll beim Peter. Natürlich, wenn wir weiterdenken, ganz weit weg, dann macht das natürlich alles Sinn. Aber ich glaube, dass wir schon viel früher anfangen können und eigentlich bei den Themen aufräumen können, die wir vielleicht vor 20 Jahren unter Anführungszeichen verbrochen haben oder noch nicht besser gewusst haben, wie man es macht. Also Qualität im Prozess steigern. Die Frage ist nur, wie schaffen das die Unternehmen? Also die wichtige Frage ist für viele Unternehmen, wie schaffe ich das wirklich, diese kleinen Schritte anzugehen oder wie steige ich da konkret ein? Also das ist schon eine Frage. Stefan, was sagt ihr da den Kunden oder vielleicht auch nochmal der Jürgen, egal. Ja, also ich glaube, Jürgen, wir sind beim gleichen Kunden unterwegs. Diesen Kunden kennen wir alle. Ja, die kommen extrem bekannt. Und das ist, also ich habe das, glaube ich, zuvor auch schon kurz mal erwähnt. Die Kunden stehen halt alle an unterschiedlichen Stellen. Also in der Theorie ist vieles möglich und wir alle kennen die Konzepte, aber Kunden sind ja auch gewachsen und oft kommt man zu einem Kunden hin und findet Code, der ist teilweise angefangen worden in den 80ern zu entwickeln. Und da stehst du einfach vor ganz anderen Herausforderungen, auch ganz anderen Automatisierungsherausforderungen, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja gut, das ist von Anfang an Cloud-Native entwickelt worden und ich brauche im Endeffekt eh nur die Dinge richtig miteinander verdrahten und schon habe ich meine Pipeline gebaut. Und hier kommt es halt einfach darauf, also hier kommt es einfach darauf an, wirklich also mal die größten Schmerzen zu identifizieren, zu sagen, okay, was wird denn überhaupt noch verwendet? Auch das ist oft ein wichtiger Punkt. Oft hat man einfach Code-Teile, die sind wahnsinnig alt, verwendet gar niemand mehr und man kann die eigentlich relativ einfach abschneiden und erspart sich dann einfach sehr viel Automatisierungsaufwand. Aber in den Bereichen, die man dann doch noch braucht, einfach zu schauen, was kostet mich viel Zeit? Wie schaut denn der ganze Prozess aus? Bis jetzt wie wird ein neues Feature aufgenommen? Wie wird das dann umgesetzt? Wie wird darauf geschaut, dass die Regressionstests gemacht werden und das Ganze immer noch in sich konsistent bleibt und so weiter? Und dann hat man relativ schnell die Lücken.
und fangt einfach dann an, dort, wo die größten Lücken und die mühsamsten Lücken sind, sich gemeinsam zu überlegen, wie kann ich die am besten schließen, sodass das die Leute aber auch leben können. Und das ist auch ganz wichtig. Du kannst, also wir gehen eigentlich immer mit externen Teams, natürlich unterstützen wir die Kunden, aber gerade die Kunden, die eigene Produkte entwickeln, müssen ja irgendwann das Ganze dann selbst tragen. Und hier muss man einfach schauen, also wie kann man den Leuten dabei helfen, das dann später tragen zu können und genau dort abzuholen, wo sie stehen. Genau, das ist der wichtige Punkt. Die Kunden individuell abholen, wo sie stehen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Manfred, also ERP oder Business Software Kunden sind ja, sage ich jetzt mal, eher beharrend, wie wir wissen, beharren sehr vielen Systemen. Wie schaut es denn da mit der Innovationsbereitschaft aus und eben genau diese Agilität hineinzubringen? Ja, danke. Also das ist bei uns, genau wie der Stefan auch schon gesagt hat, sicher ein Thema. Ja. Wir haben oft Datenbanken, die halt seit Jahrzehnten bestehen, ja. Und Systeme, da wo seit Jahrzehnten praktisch Features draufgebaut wurden, ja, was natürlich das Ganze in der Qualität nicht unbedingt besser macht. Das wissen wir alle, wo wir hier stehen. Ich habe aber gerade ein gutes Beispiel. Also wir haben für einen internationalen Konzern ein ERP-ECM-System gebaut, das auch ausgerollt worden ist vor Jahren, ja, mit klassischen FAT-Client noch, ja. Und immer mit Wasserfall Zusätze eingebaut, ja, also Seiten von Dokumenten, die der Kunde uns praktisch gebracht hat. Und wir haben das dann programmiert. Und am Ende des Tages war es immer so, dass beide Seiten nicht hundertprozentig glücklich waren. Ja. Der Kunde hat sich ein bisschen was anderes vorgestellt. Wir haben geglaubt, wir machen alles perfekt. Hat nicht immer hundertprozentig gepasst. Das haben wir so aus der Erfahrung gelernt. Also war immer so. Ja. Und dann haben wir eigentlich es geschafft, vor Jahren, dass wir den Kunden eigentlich mitentwickeln lassen, wie es eh schon ein paar beschrieben haben, ja, dass man wirklich sagt, gut, wir machen jetzt wirklich diesen agilen Ansatz, ja, du bist jetzt unser klassischer Stakeholder, ja, machst in den Retros mit, machst in den Reviews mit und wir machen immer alle 2 Wochen auch so Abnahmen, ja. Also wir haben einen eigenen Produktowner kreiert, der mit dem Kunden das wirklich in diesem Produkt durchgemacht hat und haben den komplett ins Team reingezogen. War ein total schwieriger Prozess, muss ich sagen. Auch, dass sich der Kunde dementsprechend da wohlfühlt. Ja. Der sitzt plötzlich in einer Retrospektive drin mit Entwicklern. Ja. Also da kommen einfach Sachen hoch, was halt über die Jahre vielleicht auch geboren sind. Ja. Aber das hat uns extrem viel Qualität gebracht. Ja. Und dann sind wir eigentlich reinkommen, dass wir zumindest mal alle das gleiche Mindset haben. Ja. Also Kundenvorstellung, Entwicklerseite, also Unternehmensseite von uns, hat dann irgendwo zusammengepasst. Das war schon eigentlich ganz toll. Nicht? Also wir haben schon das gleiche Ziel immer gehabt und haben auch kurzfristig variieren können. Was wir noch nicht geschafft haben an diesem Punkt ist, draußen die Infrastruktur auch, sage ich mal, qualitativ hochwertig in den Griff zu bekommen. Weil das war dann immer noch unser Pferdefuß. Ja? Jetzt haben wir das geschafft, haben diese Software ausgeliefert und draußen war ein schlecht gewartetes Serversystem. Der Bruder vom Nachbar war irgendwie der Administrator. Das war alles schlecht. Ja? Also diese klassischen Problemfälle hatten wir dann noch. Ja? Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt probieren wir auch diesen letzten Pferdefuß noch wegzubringen und haben gesagt, passt, dann machen wir oder gehen wir wirklich den Weg, Software as a Service, ja, wirklich das Produkt in der Cloud anzubieten und wir hosten das bei, so hosten das wo auch immer in einem Rechenzentrum, ja, in der Azure, bei AWS, in verschiedenen Containern mit Kubernetes und schaffen so den letzten Schritt dieser Qualität, dass wir den Kunden auch diese Infrastrukturseite wegnehmen. Das war unser Bezug und das klappt aus meiner Sicht ganz gut, aber natürlich, das ist ein langer Prozess, ja, also da werden wir noch Jahre dran arbeiten, bis wir überhaupt das über alle Branchen durch praktisch exerzieren können. Ja, das ist so unser Qualitätsansatz am Ende des Tages. Also gerade im ERP-Bereich ist ja der Move into the Cloud, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr also verhalten und langsam, wie wir wissen. Aber es bewegt sich also doch und vielleicht hilft das also auch in gewisser Weise mit. Die Frage ist nur, inwieweit hat auch Corona da etwas dazu beigetragen, dass sich das verändert hat? Aber ich möchte Norbert ganz gerne fragen, weil gerade im Telekom-Bereich, weiß ich, gibt es ja doch eben genau die Problematik, Legacy-Systeme, sehr viel gewachsene Strukturen, Silo-Denken. Wie ist es dann damit? Gerade in einem Bereich wie 5G-Entwicklung ist es ja ganz essentiell, jetzt eben auch auf Schnelligkeit zu setzen. Wie siehst du das ja im Moment? Ja, also wir entwickeln jetzt nur noch Cloud-Native-Applikationen bei uns selber. Also die Legacy, die haben wir im Prinzip abgeschlossen. Das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess auch, wo man natürlich auch bestimmte Produktreihen und Produktentwicklungen einfach nicht mehr weiterpflegt, wo es aber auch vielleicht dann besser ist, von Grund auf etwas Neues zu erschaffen, als diese alte, gewachsene Legacy. Und da bin ich voll bei Manfred, weiter zu pflegen. Ich denke mal, da sind wir auf einem super guten Weg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles schon Cloud-Native ist, aber mehr und mehr ist jetzt da.
Das geht jetzt nicht nur bei uns so, das ist aber auch bei allen anderen Zulieferern so und auch bei den Mobilfunkbetreibern. Ich denke mal, da arbeiten wir Hand in Hand. Es ist aber die einzige Möglichkeit, um auch wirklich schnell in diese Feedback-Zyklen zu kommen, um schnell auch dieses Continuous Deployment zu erreichen. Da gibt es Kunden unsererseits, die da auch sehr, sehr vorneweg sind, die das auch mit uns zusammen jetzt, sag ich mal, pilotieren, ausprobieren, die uns auch sozusagen nach vorne treiben, das weiter zu bestärken. Aber wir haben natürlich auch noch immer die Kunden, die sehr zögerlich sind, die vielleicht das Wort DevOps noch gar nicht gehört haben oder sich erst damit gerade beschäftigen. Und man muss natürlich, man darf die jetzt auch nicht ignorieren. Wir müssen uns auch auf diese einstellen. Das ist im Moment ein bisschen die Krux und die Schwierigkeit. Und ich glaube, ich kann mir das bei Porsche genauso vorstellen wie bei Ericsson. Bei größeren Unternehmen ist es ja auch nicht in kompletten Unternehmen auf dem gleichen Level. Wir haben ja Entwicklungsabteilungen und Bereiche, die schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir haben auch Entwicklungsabteilungen und Bereiche, die vielleicht noch etwas hinterherhinken, was den Bereich DevOps angeht. Es gibt Entwicklungsbereiche, die sich immer noch mit Legacy beschäftigen, auch aus einem guten Grund. Wir haben, ich sage mal, auch systemrelevante Funktionen, die wir weiter bedienen müssen. Da sind Legacy-Systeme im Einsatz, die werden nicht einfach abgeschaltet werden. Und es gibt sicherlich auch Entwicklungsabteilungen, die komplett Neues kreieren können. Das passiert natürlich dann alles Cloud-Native. Die werden von vornherein in einem DevOps-Environment aufwachsen. Da werden auch die Cloud-Natives sozusagen direkt mit involviert und da geht's los. Die Krux ist, wie bekomme ich jetzt auf lange Sicht oder mittelfristig beides zusammen? Und das geht sicherlich auch anderen Unternehmen so, die vielleicht noch gar nicht in dem Bereich Agilität und DevOps tätig sind oder aktiv sind. Wie starte ich so eine Transition? Und ich muss es ja nicht im kompletten Unternehmen von 0 auf 100 bringen. Ich kann mir ja die Bereiche aussuchen, wo ich denke, okay, da fangen wir was Neues an. Dann kann ich das einfach ausprobieren. Ist relativ schmerzfrei. Ich habe nicht die Legacy. Ich bin viel, viel, viel flexibler als in einem alten Legacy-Umfeld, wo ich vielleicht dann auch sagen muss, vielleicht macht es auch gar keinen Sinn mehr. Wenn ich weiß, ich habe das noch ein Jahr lang und nach 2 Jahren wird das Zeug eh abgeschaltet. Naja, was soll ich da noch groß verändern? Mach mal lieber kontinuierlich, dass wir die Leute aus dem Bereich in den neuen dann überführen. Aber starten vielleicht mit dem neuen Bereich dann erstmal mit DevOps. Gut, ich weiß danke. Nicht, siehst du das bei Porsche auch so, dass ihr da auf unterschiedlichem Niveau seid in unterschiedlichen Unternehmensbereichen? Das ist die Frage. Warum stellen wir gleich die Frage? Ja, gerne. Ja, ganz klar sind wir natürlich unterschiedlich unterwegs. Also wir haben Produkte, mit denen wir pilotweise auch in der Public Cloud unterwegs sind. Da ist in diesen Teams natürlich bezüglich Cloud, also jetzt rein von der technologischen Seite her, wesentlich mehr Know-how da. Wo ich dir aber nicht zustimme, Norbert, ist im Sinne von Legacy-Systeme. Legacy-Systeme, also ich habe zum Beispiel ein Produkt bei mir in der Abteilung auch. Da gibt es auch noch C-Programme, die sind ursprünglich schon auf dem Großrechner gelaufen. Also kommen wahrscheinlich auch aus den 80er, 90er Jahren. Dann war der Schwenk zu Client-Server. Und jetzt machen wir ganz einfach den nächsten Schwenk. Nichtsdestotrotz, das Legacy-System ist rein vom Source-Code her extrem modular aufgebaut. Da gibt es ganz einfach, keine Ahnung, 400 Batch-Programme und dieses oder jenes. Ja. Ich kann ja jedes einzeln und separat deployen. Das hindert mich ja nicht daran, trotzdem auch diverse Konzepte durchzusetzen. Natürlich habe ich nicht den Vorteil im Sinne von Cloud, das meiste im Java-Bereich wunderbar vorbereitet, für die anderen Sprachen eben noch nicht. Das muss ich halt dann noch investieren, das ist uns bewusst. Aber ich sehe den Unterschied jetzt rein vom Ansatz her und wie gehe ich damit um, nicht zwischen neuen Systemen oder Legacy-Systemen. Zumindest jetzt nicht bei uns, aber natürlich sind wir unterschiedlich weit in verschiedenen Bereichen, aber der Grundansatz ist dasselbe. Ja? Das Team ist gegenüber dem Kunden verantwortlich und das Team spricht direkt mit dem Kunden. Das ist das, was der Manfred vorher erwähnt hat. Ja? Je näher das Team beim Kunden ist, umso besser funktioniert ja auch die Zusammenarbeit, kann ich das Vertrauen aufbauen, rede ich vom selben. Und unsere Teams haben ja auch das Business-Know-how, nicht nur das technische Know-how. Das heißt, sie können auch mit dem Kunden reden und ich erwarte auch von jedem Software-Engineer, dass er eben auch in Kundenabstimmung geht. Ganz Je klar. Weiter die Teams vom Kunden weg sind, umso schwieriger wird es, glaube ich.
Also vielleicht Legacy-Systeme noch mal kurz einhaken. Bitte, ja. Wir haben Legacy-Systeme auch überführt in Cloud Native und alles. So ist das nicht. Wo wir auch noch langfristig sehen, die werden weiter bestehen. Wo ich jetzt drauf raus wollte, ist, die Systeme, von denen wir wissen, die werden in den nächsten ein, zwei Jahren auslaufen. Da muss ich natürlich... Ja, ja. Wir schalten auch was ab oder ersetzen was durch was Neues. Okay. Darf ich da kurz einhaken? Also ich bin sicherlich nicht dafür, die Legacy auf Ewigkeit... Erst der Norbert und dann der Jürgen. Ja. ...Setup laufen zu lassen, um Gottes Willen. Hätte man das, glaube ich, gut geklärt. Jürgen, du wolltest gleich einhaken? Ich wollt nur noch dazulegen, also ich finde es super, wenn man Cloud-Native Sachen aufsetzen kann und wenn man die direkt so entwickeln kann. Ich kenne halt viele, viele Unternehmen aktuell, die bei weitem noch nicht so weit sind. Und ich finde, das ist definitiv kein Ausschlusskriterium. Ich glaube, das ist von der Irmgard auch so ein bisschen angesprochen worden. Es ist kein Ausschlusskriterium für DevOps. Ich kann ganz viele Prinzipien, Praktiken, auch eben Mindset und Kultur in eine Richtung bewegen, die mit Cloud Native jetzt gar nichts zu tun hat, die mich aber extrem unterstützt, genau das zu liefern, was ich am Ende des Tages haben will. Nämlich eine Software, ein Produkt, einen Service, der eine hohe Qualität hat, der möglichst nahe an dem Kunden ist, zu dem ich es liefere, einfach stabil genug ist, um langlebig zu sein. Und ich glaube auch, dieses Langlebigkeitsthema ist etwas, was gerade mit DevOps immer mitschwingt. Ja. Stefan, du hast genickt. Möchtest du auch gleich einhaken? Ja. Also, und dann der Peter, ja? Also zwei Sachen. Zum einen mal, Irmgard, Chapeau an den Architekten oder die Architektin, die quasi das C-Programm so gestaltet hat, dass ihr es jetzt noch gut verwenden könnt. Das ist mir noch nicht oft untergekommen. Also wirklich. Ach, das haben wir wirklich. Appellation. Und es lebt nach wie vor. Wahnsinn. Also aber wir investieren aber auch in das Leben. Ja. Es liegt nicht einfach nur, sondern das Produkt lebt. Das kann ich mir vorstellen. Und eben auf das, was Jürgen vorher gesagt hat, Bezug zu nehmen. Wir haben jetzt gerade einen Kunden aus dem öffentlichen Bereich und der hat halt so eine in die Jahre gekommene Software wirklich, also in den 80ern begonnen und viele Code-Generationen vereinen sich in dieser Software. Und auch da kann man was tun. Wir sind dann halt draufgekommen, die größte Schwierigkeit sind tatsächlich die Abnahmetests, weil es wird halt ein bisschen rumgeklickt und wenn es sich gut anfühlt, geht es in Produktion. Mhm. Und nach einem halben Jahr kommt man dann drauf, dass eigentlich schwerwiegende Fehler drinnen sind, die halt ein bisschen versteckter waren. Und deswegen dann teilweise Buchungsdaten nicht stimmen. Und hier haben wir gesagt, okay, der erste sinnvolle Schritt ist einmal wirklich herzugehen und zu sagen, wir bauen einfach eine gewisse Form der Testautomatisierung ein. Und das kann man auch bei alten Produkten machen, seien es Unit-Tests oder dass ich halt auch automatisierte GUI-Tests mache, um schon mal so einen ersten Eindruck zu bekommen beim Bildner, ja, hat sich da jetzt irgendwas grundsätzlich verändert bei dem, was ich getan habe oder nicht? Und das sind erste wichtige Schritte, die mal wahnsinnig viel Arbeit sparen. Man muss sich das auch so vorstellen, das ist fertig geworden und dann hat irgendwer mal Zeit gehabt, sich das anzuschauen und nach einem Monat ging es dann raus. Und das kann man dann durch relativ überschaubare Schritte einfach gut beschleunigen. Okay, das eine ist das Software-Testing, aber ich glaube, man muss auch einen Step bevor schauen. Also erstens einmal eben in der Zusammensetzung der Teams, auch in der sage ich jetzt einmal, in der Software, im Engineering selber, im Coden selber. Also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Dinge, die man beachten muss. Peter, du hast ganz viel notiert und ich würde auch ganz gern dich noch eine Frage stellen. Und zwar, wie denn die Sichtweise denn aus Sicht wirklich der Fösi vertritt ja 50 über 50 IT-Unternehmen im Moment, wie denn da so eine Sichtweise ist? Und die dritte Frage, die ich auch noch anbringe, ist, es geht ja auch um Sicherheit, also dieses SecDevOps, ja. Vielleicht auch dazu eine Idee. Ja, dann habe ich drei Punkte in Summe. Also ich habe natürlich erst. Aber fass dich kurz. Das mich gut beobachtet. Ich habe auch immer meinen Stift in der Hand. Es geht immer noch mit Papier und Bleistift. Ja. Gut, was sehr wichtig ist aus meiner Sicht, es gibt ja nicht nur Software und IT und wir haben heute sehr viel über betriebswirtschaftliche Software gesprochen. Ich habe nur ein kurzes Beispiel mit der NASA gebracht, aber es gibt ja auch Software, wo Menschenleben potenziell bedroht sind und wo, mein Gott, haben wir heute einen Buchungsfehler möglicherweise tödlich endet. Und das kommt ja nicht ganz so selten vor. Also es gibt auch noch einen Bereich, der wird OT genannt. Also das sind die Bereiche, wo man VPN mit einem physischen Schlüssel ein- und ausschaltet. Nur so als Orientierungshilfe, das hat nicht viel mit Software zu tun, sondern wirklich physikalisch
Jetzt lassen wir den externen zu, wir drehen das VPN ein mit einem Schlüssel. Was ich aber auch noch bringen wollte, ist das Thema, was mich immer sehr beeindruckt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das gesund ist, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, dass jedes Jahr der Klagenfurter Bürgermeister jetzt um die Zeit auf den See hinausfährt, wahrscheinlich immer weiter hinaus, um das Wasser aus dem See zu trinken, um die Qualität zu beweisen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Software-Ingenieur und dem DevOps. Es gibt immer weniger Softwareentwickler, die dann auch selber das eigene Zeug verwenden müssen. Und ich kann mich erinnern, ich war auch einer, der gerne Software entwickelt hat, die ich auch selber angewendet habe, und ich konnte sie immer perfekt benutzen. Und dann gab es Kunden, die das einfach nicht konnten. Also ich habe halt gewusst, welche Taste ich nicht drücke. Und diese Information geht halt immer mehr verloren, je weiter man weg. Also mit dem Kunden zusammenarbeitet ist die eine Ebene, aber in der eigenen Verantwortung sein, das eigene Leben gefährdet wissen, im eigenen vom selbstgeschriebenen Auto drinnen sitzen und die Verantwortung übergeben, das hat schon eine andere emotionale Bindung, und das hat was auch mit Vertrauen in seine eigene Leistungsfähigkeit und Software zu tun oder an das Team. Also deswegen, ich finde das durchaus spannend, dass man solche Aspekte dann wieder durchaus neue aufleben lässt. Und im Pharmabereich ist es auch sehr oft sehr üblich, dass die Leute, die Impfstoffe entwickelt haben, das an sich selber probieren. Faszinierenderweise ist das in diesem Fall, sprich Covid-19, gar nicht passiert. Also die haben sich nicht selbst zuerst geimpft. Im Gegenteil. Also das als Randbemerkung, wie sich dieser Kulturwandel auch verändert hat. Kannst du deine Frage nochmal stellen? Die Frage war zu Ende. Erstens, also der Fösi vertritt ja so 50 IT-Unternehmen in Österreich. Also richtig, das Fösi wäre noch interessant gewesen. Und die dritte Frage dann, also die sage ich dann nachher. Okay, die dritte. Also beim Fösi ist es insofern sehr spannend, weil in der Software ganz stark die Kultur besteht. Das kam heute auch schon. Feature, 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 also Funktionalität zuerst, dann Qualität, dann Security. Und Safety im Sinne von Funktion ist eigentlich funktionale Sicherheit, also wo so wo halt ist, wird als Funktionalität gesehen, aber Security zum Beispiel nicht. Und viele fehlerhafte Software entsteht nicht zwangsläufig durch fehlerhafte Entwicklung, sondern durch bewusste Manipulation von außen. Ist in Fahrzeugen sehr gängig und teilweise überraschend. Und es ist ein Anspruch auch vom Fösi zu sagen, es muss viel mehr in diese Designphase oder in die Funktionalitätsphase hineinrutschen. Also Security nicht beim Ende der Kette zum Beispiel, sondern an den Anfang, zumindest gleichgestellt wie Safety zu sehen. Da ist die deutsche Sprache ein bisschen schwach, weil es heißt in beiden Fällen Sicherheit. Also Safety, Security ist beide Sicherheit. Und der dritte Aspekt ist natürlich auch das Thema Privacy. Es wird zwar immer groß medial aufbereitet, was Facebook nicht alles böse macht, aber das Konzept von Facebook war nie Privacy zu sein. Das war nicht die Idee. Und jetzt zu zwingen, dass das jetzt ein Privacy-System heißt, ist wieder Zwang, etwas neu zu entwickeln, und das wird Facebook nicht tun. Also werden sie immer nur Alibi-Aktionen setzen. Und so ähnlich ist es auch mit Software, dass wenn eine Software ursprünglich für einen bestimmten Zweck gedacht war und das ursächlich nicht vorgesehen war, dann kann ich fast nur mit Neuentwickeln dem begegnen. Ja? Ramson Stürmer, so ich das wahrgenommen habe, hat viel auch neu entwickelt und viele Dinge neu gedacht, weil das ist eine durchaus ehrwürdige, aber auch altehrwürdige Software und auch entsprechend verbreitet. Aber das Besondere oder besondere unternehmerische Mut ist auch zu sagen, wir gehen jetzt bewusst neue Wege. Und ein Teil der Kunden wird verloren gehen, aber ihr werdet viele neue gewinnen. Das ist meine Erwartungshaltung. Bei Zülke und bei Nagaro sehe ich halt vielmehr dieses auch Lösungen für den einen. Ja, das gibt es halt da sehr stark auch. Wir sind sehr stark in dem Bereich, wir machen Software, die für 850.000 Anwender relevant ist. Das ist oft nicht einfach, den Kundenwünschen zu folgen. So, also wie gesagt, aus Sicht des Fösi ist einfach die Bemühung da, diesen Kulturwandel nicht nur in Richtung DevOps, sondern auch in Richtung Engineering ein bisschen nach vorne zu ziehen. Stärker ist das heute der Fall. Damit hast du die dritte Frage eigentlich auch schon beantwortet, das war nämlich die Frage nach SecDevOps. Also. Die war dann schon mit inkludiert. Aber dann gebe ich den Ball gleich an die Irmgard noch einmal weiter, weil der Peter hat angesprochen, also gerade im Automotive-Bereich ist das also eben auch Fehler in der Softwareentwicklung von Anfang an und Security mitdenken. Das gebe ich jetzt diese Frage auch an dich weiter. Ja, also für uns ist das klar. Das ist im Prinzip dasselbe wie auch das Privacy, was du erwähnt hast, Peter. Oder eben auch daran zu denken, wie kann ich denn das Feature dann testen? Also das ist
bei jedem neuen Feature mitzudenken. Also das ist auch in den einfachen Prozessen, die wir haben, ist ganz klar, dass bei jedem Feature diese Themen von Anfang an mitbehandelt werden und das nicht dann vor Einsatz behandelt wird, eben, sondern schon dann, wenn man über das Feature mit dem Kunden redet. Also habe ich da ein Security-Thema dabei oder ist das sowieso schon abgedeckt durch alle anderen Themen, die ich behandelt habe? Brauche ich mich nicht extra drum kümmern? Also das ist für mich ganz klar von Anfang an dabei. Das läuft den ganzen Prozess mit und ist nicht nachgelagert. Also von dem her ganz klar vorne mit dabei. Und wolltest du noch was sagen? Der Vollständigkeit halber, Porsche Informatik ist im Automobilhandel und Mobility tätig. Wir schreiben keine Software im Fahrzeug. Entschuldige, das war jetzt natürlich der falsche Schwenk. Jetzt vielleicht noch zum Thema Ausbildung. Welche Köpfe braucht es denn wirklich, um DevOps zu machen? Ihr macht ja doch auch sehr viel, also in dem Bereich Ausbildung, glaube ich, soweit ich weiß, Irmgard. Wie schaut es denn da aus? Also prinzipiell unsere Haltung ist Learning by Doing im Team sofort. Natürlich begleitet von Leuten aus dem Team. Meine Erfahrung ist ganz einfach die, dann lernt man nämlich das technische und das fachliche Know-how gleichzeitig, immer Puzzlestück für Puzzlestück. Lernt gleichzeitig auch die Kultur, wie gehen wir im Team um, wie gehen wir mit dem Kunden um, wie gehen wir zum Beispiel mit Fehlern um. Und das ist, wenn ich die Leute ins Team aufnehme, ja viel leichter, weil alles täglich stundenlang erlebt wird und gelebt wird. Das heißt, was ist uns das Allerwichtigste? Leute, die Potenzial haben und natürlich ein gewisses Talent für IT. Aber welche Vorbildung, das ist nicht relevant. Wir sind gewohnt auszubilden. Wenn jemand das schon kann, was wir brauchen, sehr gerne. Wenn nicht, bilden wir aus. Also das ist unser Ansatz. Ein begrüßenswerter Ansatz. Wie schaut das bei den anderen aus in puncto Ausbildung? Und Jürgen? Bei uns ist es so, weil der Irmgard das angesprochen hat, es ist egal, von welcher Ecke jemand kommt, sagen wir es mal so. Wir haben gerade in Österreich ganz viele Leute in der Testautomatisierung, Testmanagement, Softwareentwicklung aus diesen Bereichen. Und was wir halt sagen ist, wenn du Richtung DevOps etwas unternehmen möchtest, wenn du dich dort weiterbilden möchtest, dann bieten wir dir das an. Das heißt, wir haben interne Ausbildungsprogramme diesbezüglich auch, die genauso, wie du das angesprochen hast, auch immer versehen sind mit dem praktischen Ansatz. Das heißt, Learning by Doing natürlich, wenn es geht, direkt im Projekt. Wenn es nicht geht, dann haben wir auch dementsprechend rundherum etwas geschaffen, dass die Leute sich dieses Know-how aneignen können. Zusätzlich zu dem gibt es bei uns zum Beispiel sowas, ich glaube, so etwas Ähnliches habt ihr auch, sowas wie eine Community auf der einen Seite, wo man sich dementsprechend halt einfach einbringen kann, mitarbeiten kann. Wir haben immer wieder Events auch, die wir intern auch hosten, Meetups mit unterschiedlichen Gruppen, auch teilweise mit HR und mit Sales, auch um dort quasi dieses Bewusstsein zu schaffen. Weil ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, zu dem Thema Silos aufbrechen, dass wir eben nicht nur in der IT, so wie es der Peter auch gesagt hat, sind, sondern eben, dass das ein bisschen darüber hinausgeht und geht ein bisschen in Richtung Business Agility und in diese ganzen Ecken. Da unternehmen wir ganz viel, das haben wir sowohl intern als auch extern, externe Trainings zum Beispiel, Agilität oder Business Agility, genauso wie DevOps. Also da wird ganz viel unternommen auf unserer Seite. Ja. Möchte noch jemand von euch was zum Thema Ausbildung sagen und DevOps? Manfred? Ja, gern. Also wir haben auch da eher diesen praktischen Ansatz. Also grundsätzlich muss der Teamgedanke und der Mensch da dazu passen, ja, ob das jetzt in der Vorbildung, sage ich mal, eher ein Elektriker war oder ein studierter Informatiker, würde es nicht unbedingt als Vordergrund stellen. Ja. Wobei ich auch sagen muss, der Mix muss immer passen. Ja. Ich kann als Unternehmer nicht nur studierte, hochtheoretische Personen in ein Team reinsetzen und zu sehr praxisnahe, die nur Coden macht, auch oft nicht die Qualität, die wir uns dann wünschen. Das heißt, der Mix ist immer gut. Ja. Und diese Ausbildung, die das wirklich leben, also ich habe die besten Erfahrungen, wie gesagt, der ist Elektriker und hat bei uns eine Ausbildung durchlaufen, super Coder, super Programmierer, aber auch, sage ich mal, die,
theoretisch studiert sind und in das Thema reinkommen, vielleicht auch ein bisschen mehr diesen sozialen Zugang haben, den wir heute schon angesprochen haben. Auch die können sich da sehr gut wiederfinden. Und ich sage mal, generell diese Ausbildung an sich ist auch ein bisschen gerade rund um das DevOps Learning by Doing, wobei wir haben da schon externe Hilfe, die sich wirklich nur beratend mit dem auseinandersetzen. Und wenn man das mit dem ersten Team mal durchspielt, ja, dann kann auch dieses Team im Unternehmen die anderen Teams weiterbringen. So ist ein bisschen meine Erfahrung daraus. Ja. Immer wieder etwas extern begleitend, externe Schulungen, aber auch viel intern. Ja. So würde ich das jetzt kurz zusammenfassen. Learning by Doing und Hilfe zur Selbsthilfe auch intern, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Stefan, wie siehst du es? Also die Leute, die bei uns anfangen, haben ja schon eine grundsolide IT-Ausbildung. Und worum es dann natürlich geht, ist sich auch in bestimmten Richtungen zu spezialisieren. Und wir haben da so ein bisschen unser Ausbildungskonzept umgestellt. Also wir haben früher hatten wir so ein bisschen das Gießkannenprinzip, das hat sich aber nicht bewährt. Und schauen jetzt wirklich darauf, was sind die individuellen Vorlieben der Leute und versuchen die dann auch in entsprechende Projekte reinzubringen. Das ist nicht immer möglich, aber wenn das dann eben nicht möglich ist, dann können sie zumindest dabei sein und tragen was bei. Das wird dann auch nicht verrechnet, sondern geht es einfach darum, dass die Leute wirklich dann in dem Projekt wachsen können, weil das dann für sie und später für andere Projekte natürlich auch wieder eine Menge bringt. Parallel dazu haben wir auch sogenannte Camps zu Spezialthemen. Da können sich dann aus der Gruppe, jetzt virtuell ist es noch viel leichter, die Leute, die ein Interesse teilen, zusammenfinden und haben dann Zeit, so 3-4 Tage wirklich sich bestimmten Themen zu widmen, denen sie sich schon immer widmen wollten und für die man im Alltag einfach keine Zeit hat. Und diese Zeit stellen wir dann einfach zur Verfügung, weil das wiederum dann eine Möglichkeit ist, für die Leute zu wachsen. Und ganz kurz möchte ich noch auf Security zurück referenzieren. Ich bin auch der Meinung, man muss es von Anfang an mitdenken und man muss sich einfach von Anfang an überlegen, was sind die möglichen Bedrohungen und wie wahrscheinlich sind diese auch. Das heißt, wie viel Kraft muss ich dann tatsächlich aufwenden, diesen zu entkommen, weil ich glaube, das haben wir alle gelernt, wir können uns davon verabschieden, dass wir unsere Systeme zu 100% sicher bauen können, denn die größte Bedrohung ist, jetzt komme ich wieder zurück auf Social Engineering, das hat auch eine andere Bedeutung. Das heißt, über Phishing-Attacken, False Mails und so weiter, die Chance, dass irgendwer darauf reinfällt und dass mal eins durchkommt, ist einfach da. Und da bin ich jetzt wieder bei DevOps. Es ist viel wichtiger, einen Maßnahmenkatalog zu haben. Okay, wenn es dann passiert, was sind genau die Dinge, die ich machen muss, um darauf zu reagieren, um das wieder, was auch immer als Effekt eintritt, zu kompensieren. Security ist ein riesengroßes Thema, gerade in Zeiten wie diesen, gerade auch, da gibt es gar keinen Sinn, noch mal 2 Stunden diskutieren. Ja. Norbert, wie siehst du es? Oder dann der Peter? Ja, also Norbert, eins noch einhaken, weil mir das ein Anliegen ist. Und zwar das Thema, wir haben in den letzten 10 Jahren mehr als 50% der Lehrplätze gerade in der IT verloren, Lehrlingsausbildungsplätze. Ich weiß nicht, wie viele von Ihren Unternehmen Lehrlinge ausbilden. Aber das ist zum Beispiel etwas, was viel zu wenig stattfindet und wir haben eine gewisse Überheblichkeit in unserer Branche, möglichst perfekt ausgebildete Allrounder zu finden am Markt und uns das auch vom Schulsystem zu erwarten. Alleine es gibt sie nicht. Ja. Und ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir in diese Verantwortung wieder einsteigen müssen, dass der Lehrausbildungsplan der Bundesregierung zwar nett ist, aber sinnlos ist eine andere Geschichte. Aber wir können Hilfe zur Selbsthilfe uns da auch besser vernetzen, indem wir zum Beispiel gemeinsam in Lehrlingsverbünden Lehrlinge ausbilden. Also das ist hier mein Angebot, da gerne auch auf mich zuzukommen. Wir bilden in Ausbildungscluster gemeinsam mit der Signa Holding, SBA Research, meiner eigenen Firma Lieber, demnächst Lehrlingsverbünde im Bereich IT und auch Bürokaufleute an. Ja, danke. Also auch eine Einladung, das wahrzunehmen. Mhm. Damit laden wir jetzt noch den Norbert ein, zum Thema Ausbildung was zu sagen, bevor wir in die Schlussrunde steigen. Ich weiß nicht, ob es das auch in Österreich gibt. Also was wir nutzen, ist so ein duales System als Ausbildung. Das heißt, wir haben Leute, die bei uns im Unternehmen eingestellt sind, 2-3 Tage die Woche bei uns im Unternehmen arbeiten, in den Projekten eingebunden, auch bei mir in der Abteilung. Ich habe da 2 zum ersten Lehrjahr. Die aber parallel eine Ausbildung an der Universität hier in Aachen durchführen. Die schließen damit auch einen Bachelor ab nach 3 Jahren. Und ich kann immer nur sagen, das ist super erfrischend, 19 oder vielleicht sogar manchmal 18-Jährige Leute im Team zu haben, die stellen erfrischende Fragen. Es gibt dem einen oder anderen gewachsenen DevOps-Ingenieur oder Softwareentwickler manchmal auch zu denken, warum er 30 Jahre lang etwas in eine bestimmte Art und Weise gemacht hat.
kommt jemand frisch von der Uni oder frisch von der Schule im Prinzip und stellt eine Frage und alles fällt in sich zusammen, in sein Kartenhaus, was er sich da aufgebaut hat. Super erfrischend, finde ich toll, dass wir das hier machen am Unternehmen und am Standort. Es ist nicht einfach, fordert natürlich von den anderen Leuten im Team auch viel Support ein, um die Leute daran zu bringen, um Mentorship zu machen. Aber wir profitieren da. Wir kriegen mehr zurück, als wir geben. Das ist zumindest meine Meinung. Und nochmal, ich glaube, das spielt das auch wieder, was schon meine Vorredner gesagt haben. Für mich ist der Mindset wichtig. Jemand, den ich einstelle, der muss vom Mindset her passen. Der muss einfach diese Denke mitbringen. Diesen ganzen technischen Kram, den bringen wir schon bei. Man muss natürlich eine Affinität haben dazu, aber der Mindset ist für mich einfach das Wesentliche. Mindset nehme ich mit, da nicken alle allgemein nicken. Damit kommen wir jetzt schon in die Schlussrunde. Vielen Dank auch für die vielen Inhalte, die ihr eingebracht habt. Das braucht man in der Zusammenfassung sicherlich nicht so einfach. Aber die Frage ist schon, wohin geht denn jetzt in Zukunft dieser Bereich DevOps und Zukunft und Qualität der Softwareentwicklung? Und da bitte ich euch noch einmal um ein kurzes Statement. Und wir fangen einfach jetzt in der verkehrten Reihenfolge an. Und ich bitte den Manfred zu beginnen. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, aus unserem Unternehmen ist eigentlich diese Entwicklung in Richtung DevOps aus meiner Sicht nicht mehr wegzudenken. Ja. Es bringt uns einfach diese Transparenz, ich kann mich da nochmal wiederholen, um auch wirklich alles, sage ich mal, zu sehen, wo Fehler sind, wo Probleme auftreten und in dieser ganzen Methodik eben auch das Menschliche und die Qualität einfach zu verbessern in diesen ganzen Abstimmungen. Ja. Also das ist definitiv unsere Zukunft, da wird es auch hingehen, ja. Wobei, wie gesagt, auch Qualität nicht nur in dieser Software ist, sondern auch draußen in der Infrastruktur. Das kann ich auch nochmal zusammenfassen. Es hilft mir die beste Software nichts, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert. Ja. Da können wir noch so gut Software entwickeln. Darum auch dieser Ansatz, wirklich Software as a Service anzubieten, um einfach rechenzentrumsfähig zu sein und einfach den Kunden da mehr Qualität reinzubringen. Und das Dritte ist eigentlich bei mir, wo ich sage, diese Vision oder die Zukunft, wo geht's hin? Ich will generell eigentlich eine Business-Software für unsere Kunden, sage ich mal, zur Verfügung zu stellen, wo einfach die ihren gesamten Business-Prozess abbilden können und nicht mehr 4, 5, 6 verschiedene Softwaren praktisch aufmachen müssen, um das ganze Geschäft, sage ich mal, betreuen zu können. Und das macht uns ja auch andere große vor. Das heißt, eine Plattform, um auch alles dort zu bedienen. Und das wird uns sicher auch dahin treiben, das machen wir auch schon, mit Drittanbietern zusammenzuarbeiten, die wirklich einen Fokus auf spezielle Dinge haben, ja, die wir einfach einbetten in unsere Software und dadurch einfach breiter werden. Das ist für mich auch die Zukunft. Das heißt, dieser Zusammenschluss von verschiedenen Softwaren über eine Plattform, das wird uns sicher auch in nächster Zeit dementsprechend beschäftigen. Ja. Zum kurzen Schlusswort. Danke Manfred für diese Sicht, war spannend. Dann will ich als nächstes gleich den Jürgen dran. Wie schaut deine Sicht aus zur Zukunft, Trends und Visionen zum Thema DevOps? Also wir haben es jetzt eh schon breit besprochen. Also Kultur und Mindset ist für mich eigentlich aus dem Ganzen nicht wegzuschreiten, ganz logisch. Mhm. Was aber für mich auch ganz wichtig ist, weil wir das Thema Security jetzt auch noch zum Schluss besprochen haben, für mich ist eigentlich Qualität genauso wenig wie Security eigentlich aus dem Ganzen zu entfernen. Das heißt, eigentlich muss das immer auch im Mittelpunkt des Strebens sein, gerade in der Agilität oder gerade wenn man sich diese Themen anschaut, dann dürfen wir nicht darüber diskutieren, ist es jetzt qualitativ genug oder nicht? Dürfen wir Security oder betten wir irgendwas ein, was in die Security-Richtung geht oder nicht? Es muss immer mitbedacht werden. Es ist einfach etwas, das dann am Ende des Tages den Unterschied macht und uns wieder träge machen könnte. Auf der anderen Seite, was ich schon sehe, ist, es gibt halt eine große Community, gerade im Bereich zum Beispiel im Cloud-Native-Bereich. Die Entwicklung wird dort immer schneller und rasend schnell. Ein Beispiel ist Service Mesh, das vor 3, 4 Jahren gerade mal am Markt irgendwo aufgetaucht ist. Der Peter hat das Bankenumfeld kurz vorhin angesprochen. Was wir halt sehen, ist, dass auch dort, was normalerweise ein etwas trägeres und langsameres Umfeld ist, dass auch diese Bereiche immer schneller werden und diese Themen dann einsetzen und auch vermehrt bei uns auch anfragen. Also das darf man auch auf keinen Fall außer Acht lassen. Und was mir vielleicht dazu noch einfällt, gerade wenn wir jetzt Richtung ein paar Mal Pipelines genannt haben, wenn man sich mal überlegt, man hat 500 oder 1000 Microservices als Unternehmen,
mit Teams, die das Ganze warten müssen. Jedes Team hat seine eigene Pipeline. Ich glaube, dass es halt in die Richtung geht, dass wir im Endeffekt das, was wir jetzt schon in Source Code und in anderen Bereichen sehen, sich dann auf diese Themen auswirken wird. Das heißt, dass technische Schulden in Pipelines werden aufgebaut werden. Da muss man sich überlegen, wie man mit den Themen umgeht. GitOps, AutoDevOps, das sind alles Ansätze, die es da vielleicht in Zukunft gibt oder die es eigentlich jetzt schon gibt, schon langsam immer mehr werden. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auch die Zukunft sein. Ja. Danke auch für diese vielen Stichwörter, die du noch eingebracht hast. Und also Cloud Native und Pipelines, aber auch Microservices haben wir uns noch viel zu wenig unterhalten, könnten wir jetzt noch weiter diskutieren. Stefan, du hast genickt, wie siehst du es? Ja, also unterschreibe ich alles absolut. Das ist ja genau auch das, worum es um DevOps geht. Und auch einfach darum, wirklich Dinge schnell operationalisierbar zu machen. Und wenn wir diesen Gedanken aber weiterdenken, dann kommen wir auch zu dem Punkt. Aktuell haben wir zum Beispiel die Diskussion über den Aufbau so eines Gesundheitsdatenregisters. Da haben wir auf der einen Seite die Wirtschaft, die Wissenschaft sitzen, die sagt, ja, das sind ganz wichtige Daten und damit haben sie auch recht. Und genauso haben die Leute, die den Datenschutz betreiben, natürlich recht damit zu sagen, wir müssen extrem aufpassen, es sind wahnsinnig sensible Daten. Momentan wird das Ganze ein bisschen schwarz-weiß gesehen und auch hier tritt eigentlich das DevOps-Mindset auf den Plan, weil es gibt ja auch Methoden, das operationalisierbar zu machen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass Daten direkt anonymisiert werden, on the fly, ohne dass dann wieder zurückgerechnet werden kann. Und so kann man beide Seiten bedienen. Es ist nämlich auf der einen Seite bekommt die Wissenschaft wichtige Daten und auf der anderen Seite ist man davor geschützt, dann zu sagen, ja, ich kann jetzt genau feststellen, wie viel Alkoholkonsum zum Beispiel eine bestimmte Person täglich so sich einverleibt. Und das, ich sage, so weit muss DevOps gehen, dass wir wirklich sagen, also wir machen die Dinge operationalisierbar, wir bauen Blockaden ab und helfen uns tatsächlich, uns auch jetzt gesellschaftlich weiterzuentwickeln, auf wichtige Daten zuzugreifen, aber das Ganze sauber zu machen, sicher zu machen, auf die Privacy zu achten, sodass wir nämlich auch Vertrauen in diese Systeme reinbekommen. Also nochmal, dieses Plädoyer fürs Vertrauen, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt und auch dieses gegenseitige Aufeinanderzugehen nehme ich jetzt noch einmal mit. Ja? Ja. Norbert, wie siehst du es? Was sind deine Sichtweise zur Zukunft und Trends von DevOps, auch gerade auch in diesem 5G-Umfeld? Ja, ich denke, wir werden noch sehr viele Veränderungen sehen in der ganzen Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten zwischen Unternehmen und auch innerhalb eines Unternehmens. So, DevOps hat gestartet, indem wir Development und Operations innerhalb eines Unternehmens zusammengebracht haben. Es weitet sich aus und es wird sich immer weiter ausweiten, dass auch verschiedene Teams unternehmensübergreifend in DevOps zusammenarbeiten werden. Das haben wir auch jetzt in der Pandemie vielleicht schon gesehen, dass dies geht. Man muss nicht unbedingt zusammensitzen, obwohl es immer besser ist, natürlich für den Informationsaustausch, keine Frage. Aber wir werden viele Änderungen in dem Arbeitsumfeld und in der Art und Weise sehen. Und das wird uns für andere Herausforderungen stellen. Noch zusätzliche Herausforderungen, auch in der Art und Weise, wie wir Mitarbeiter an unser Unternehmen dann binden können. Was macht unser Unternehmen aus, wenn ich mit Mitarbeitern aus anderen Unternehmen arbeite? Wir wollen keine DevOps-Söldnertruppen haben, die durch die Lande ziehen. Wie stelle ich sicher, dass die ethischen Werte, die ich vielleicht für mein Unternehmen habe, die ich dort wertschätze, dass die auch von den Mitarbeitern getragen werden? Also wir werden in diesem ganzen Umfeld viele Diskussionen haben. Das haben wir jetzt gar nicht so besprochen in diesen letzten anderthalb Stunden, weil wir doch auch sehr technisch unterwegs waren. Aber ich stelle mir da große Veränderungen vor und da wird DevOps sicherlich einen Teil beitragen können, aber auch von diesen Änderungen sicherlich auch beeinflusst werden. Aber danke auch für dieses Stichwort, weil gerade diese Modern World der Arbeit, Modern Work oder wie auch immer man es nennen möchte, mit dem Thema beschäftige ich mich auch ganz stark und es kommen ganz viele Unternehmen auf mich zu, die eben genau jetzt, genau in diesem Prozess stecken, dass sie die Arbeitsweisen und die Organisation im Unternehmen jetzt total umkrempeln aufgrund von Corona und das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf die IT-Architektur und auf die Abteilungen, auf die Einzelnen, auch wie die zusammenarbeiten. Also da gibt's, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das wird sich wahnsinnig viel verändern, das also ist so meine Sichtweise. Damit nehme ich jetzt den Peter noch schnell dran. Ja, aus meiner Sicht, ich denke, dass DevOps, ist eh heute schon mal genannt worden, eigentlich eine ganz klare Richtung ist, aus der man nicht ausweichen kann, da kann man auch nicht ausbrechen.
es wirkt manchmal wie ein Nadelöhr, gerade bei älteren Unternehmen, wie mühsam und da muss ich jetzt drüber und die heile Welt, die kommt dahinter, die kann ich noch nicht sehen, das haben wir als Dilemma. Aber ich denke, dass noch ganz viele, noch weitere Berufsbilder auf uns zukommen werden. Also DevOps ist nicht das Ende der Fahnenstange, es ist de facto der Anfang. Und ja, so geht es weiter. Und alle 15 Jahre gibt es was Neues, ist das Mindeste. Und wir haben jetzt gerade das Thema gehabt, heute Generation Zero ist jetzt quasi, es ist ja Generation Y, XYZ. Die Generation Y, das ist so die kurz nach mir, den musst du ja richtig hintragen, dass sie sich verantwortlich zu etwas fühlen. Das ändert sich jetzt gerade. Also die Generation, die jetzt auf uns zukommt, ist wieder willig zu arbeiten, will was bewegen, will was erreichen. Und gerade DevOps sind sehr gute Fahnenträger in dem Willen, etwas umzusetzen. Und da kommt, das sehe ich sehr, sehr positiv. Und dementsprechend ist es extrem förderwürdig, diese Rolle zu unterstützen, auch die Menschen, die das wollen und ausfüllen können, zu fördern, dass sie dann das auch das Durchsetzungsvermögen bekommen, diese Ziele auch zu erreichen. War schon fast ein perfektes Schlusswort, aber jetzt frage ich noch die Irmgard. Und bevor vielleicht noch, für mich sind auch ganz immer wichtig, die Fachabteilungen hereinzuholen, eben auch Marketing und Vertrieb und Sales, weil ohne dem ist auch eine erfolgreiche Umsetzung nicht möglich. Aber Irmgard, jetzt gebe ich dir das Schlusswort. Dann schließe ich ganz einfach an das an, was du gerade gesagt hast. Also bei uns ist es eben ganz klar so, die Dev-Teams sind idealerweise ganz nah in Zusammenarbeit eben mit den Fachabteilungen. Und das funktioniert dann insbesondere gut, wenn wir jahrelang zusammenarbeiten. Wir haben eben Standing Teams, das heißt, die Mitarbeiter bleiben sehr, sehr lange in einem Team und sind auch arbeiten einfach auch gerne mit, weil sie selbst viel bewegen können. Und wir haben hier einen ganzheitlichen Ansatz. Also ich sehe DevOps-Ansatz wirklich als ganzheitlichen Ansatz, nicht als ich nehme den einen oder die eine DevOps in das Team, sondern das Team oder wir als Firma verfolgen ganzheitlich diesen Ansatz. Das heißt, das Dev-Team ist ganz einfach verantwortlich für das Produkt gegenüber dem Kunden. Und zwar in jeglicher Phase. Egal, ob wir über ein neues Feature reden oder ob es um die Stabilität oder Availability im Betrieb geht. Und unser Vorteil ist, dass wir seit Jahrzehnten Software as a Service anbieten, egal ob am Großrechner, Client, Server oder jetzt. Das ist, von dem her ist dieser Gedanke schon wirklich lange verhaftet. Und natürlich haben wir auch Themen, Teams sind jetzt unterschiedlich zum Beispiel in der Cloud unterwegs. Dem wirken wir eben mit Community entgegen oder auch Enabling-Teams, die entsprechend unterstützen oder Plattform-Teams, die auch technologisch Themen vorbereiten und so Angebote an die Teams geben. Und ganz wichtig, wie am Anfang schon gesagt, Kultur, offene Fehlerkultur, Transparenz in jeglicher Hinsicht, aber das wirklich gelebt und nicht nur gesagt. Und für die Zukunft, wir setzen ganz klar auf diverse Teams, auf autonome Teams, denn damit sind wir, glauben wir, ganz einfach flexibel aufgestellt für alle Herausforderungen, die die Zukunft bringen wird. Danke auch noch für dieses Plädoyer, auch für Diversität, glaube ich, war auch noch ein ganz ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Also das ist auch etwas, wofür wir uns ja einsetzen, also mehr Frauen in die IT zu holen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen ein wichtiges Eckständchen in dieser Zukunftsvision. Damit danke ich allen meinen Diskutanten sehr, sehr für die lange Diskussion, sehr spannende inhaltliche Diskussion. Ich glaube auch Sie und hoffe, dass Sie als Seher sehr viel mitgenommen haben. Alle Beteiligten stehen sicher sehr gerne für Fragen zur Verfügung, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte aus den Unternehmen heraus. Sie lesen die Zusammenfassung am 2. Juli in der Printausgabe von IT und die Business, die zeitgleich dann auch online erscheint. Und ich danke Ihnen sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss.